So, da sind wir jetzt aber auch schon wieder live. Eieiei. So, perfekt. So. Ja, Trom Trom, ja, guten Abend, ne? Ist es Sammler oder so? Ja. So ist es. So, dann kann ich ja theoretisch auch zurückschreiben, eigentlich. Genau, wir warten nämlich nochmal ganz kurz, weil Akuro kommt gleich wieder. Das versaut einem die Sprache auf Dauer, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also meine Mutter kommt aus dem Schwabenland. Und ja, das war immer sehr schrecklich, wenn sie mit den Verwandten telefoniert hat. Dann habe ich absolut nichts mehr verstanden und das klang irgendwie eine Mischung aus irgendwie schon ganz cool, aber auch irgendwie grauenhaft. Also, das war, ich konnte absolut nichts verstehen. Und mittlerweile finde ich eigentlich Akzente ziemlich cool. Also, es gibt relativ viele coole deutsche Akzente. Oder halt Dialekte. Ja, guten Abend, guten Abend. Ja, stimmt. Ich meine, Fatboy Stim ist ja. Kommt jetzt so drauf an, wie. Also, er ist jetzt ja derjenige mit einem Deathloss. War doch so, oder? Ja, ne? Bestimmt. Ja. Genau, er war ja der mit dem Default-Loss. Mal sehen, wer sich dann damit beschäftigen muss, wer jetzt am Ende unten bleibt. Die Lady Azilis ist auch da. Sehr gut, guten Abend. Ah, Blechfrost auch. Sehr gut, guten Abend. Ja. Ich hoffe, bald kommt Okuro zurück, damit wir starten können. Aber ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr einen schönen Tag hattet, einen angenehmen Abend, ein schönes Wochenende mit Katowice. Das wurde ja doch ziemlich cool tatsächlich. War schon nice. Ah, stimmt. Ja, hat mich jetzt auch gewundert. Es gab so wenig Streams in letzter Zeit. Ja. Von unserer Replay-Liga. ja, stimmt. Da freue ich mich wieder drauf, dass ich Traum-Traum-Spiele casten darf. Das ist ja. Letztes Mal und wann war das? Auch vorletztes Mal gab's ja nicht, oder? Ah, schon wieder alles viel zu lange her. Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Eieiei. Ah, okay, Fußball, echt? Wer spielt denn gegen wen? Ich habe absolut gar keine Ahnung. Aber ja, dann auf jeden Fall viel Spaß. Und ja, ich denke, die Games heute werden gut. Okay, PS gegen FC Bayern München. Okay, ja. FC Bayern München habe ich schon mal gehört. Aha, Paris. Ah, okay. Ja, okay. Verstehe. Das klingt nach einem spannenden Match.
Warte, ihr seid die Ersten, die Liga, also beziehungsweise die Spieltage durchbekommen hat. Also Liga 15 ist zuerst durch. Krass. Ah. Ja, Fußball. Habe ich eigentlich nie so wirklich verstanden, aber ich meine halt, keine Ahnung, was weiß ich. Wenn man das mit irgendwie Kumpels macht oder sonst irgendwas, dann kann ich das gut verstehen. Ha. Ja, stimmt. TomTom auf Platz 3. Also, vielleicht kannst, naja, erster wird es auf jeden Fall nicht werden, denke ich, aber den zweiten holst du dir noch, ne? Da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Ach, der TomTom. Ah, super. Jetzt kann es losgehen. Guten Abend, ja. Guten Abend. So. Wir sind schon alle da, wir warten schon alle fleißig. Das ist super. Ich muss ja meinem Ruf gerecht werden. Oh, so, erstmal das Wichtigste. Habt ihr euren Damen und Herren, wir haben ja Kina Silis auch im Chat, sehe ich gerade, heute auch ein kleines Valentinsgeschenk gemacht? Was? Liga 15? Jetzt muss ich erstmal lesen, was hier alles steht. Ach ja, Fußball gibt es ja auch noch. Ja, Quatsch, wer guckt denn Fußball? Wir kommen Fußball. zur wichtigsten Sache neben der Familie, StarCraft. Auf dass der Hype nach Sonntag weitergeht. Hä? Ja, ich hoffe doch. Die Tabellenkonstellation sagt ja einiges Spannendes voraus. Ach, und guck mal hier, da haben wir auch noch was. Warte mal, let's go, Liga. Möchte etwa jemand eine Vorhersage? Fragezeichen? So, guck mal hier. Haben wir eigentlich die Dinger an? Gute Frage, weiß ich gar nicht. Ja, stimmt. Und Acid hat sich ja tatsächlich den Death-Win geholt gegen Fatboy Slim. Also von daher, ja, kann ich schon verstehen, dass man da erstmal ein bisschen Blutdruck hat. Wo steht das? Habe ich was verpasst? Chat, 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 Chat. Der Chat, die wissen schon wieder alles oder was? Die Los wissen geht's, schon Bro. alles. Ah. Ich sammle Channel Points für Wetten auf mich selbst. TomTom, das wird nichts, mein Lieber. Das wird nichts. So, pass auf, ich gehe mal in die Mod-Ansicht. Ja, dann kann ich ja dir wieder mein Bildschirm geben. So, warte Ja, mal. bitte. Wo Ja, habe ich dich bitte. denn? Dö, So, was haben wir denn sonst noch? Heißt es Sammler? Das war so ein Abend. Anti alles. Anti alles. Danke auch nochmal, wenn ich das richtig gesehen habe, für den Follow bei mir. Aber es gibt dort kein StarCraft, muss ich leider sagen. Also, nur, dass du Bescheid weißt. Aber vielleicht kommt das ja noch. So. Imok fragt, wer sich mit Aufstieg und Abstieg beschäftigen muss. Blechfaust ist da. Der freut sich schon mal zu gucken, wo er nächste Saison spielen kann. Lady Azilis. Mensch, wir beide hätten ja heute auch noch ein Treffen gehabt, wahrscheinlich. echt? Naja, aber es wurde ja leider nicht gestreamt, weil Liga 7 Ah, fehlt. stimmt, ja, du hast recht. Ja, Ah, das meinst du. heute Ja. keinen Kater. Ja, hier kommt das mit Blechfaust, ganz genau. Komme ich halt in den Stream. Trom, sehr gut. Ja, ich hoffe, dass er nachgeholt wird. Ich vermute Anti mal, alles. ich hoffe mal, den gibt es dann nächsten Dienstag. Einfach Bobby, ey, Fußball, was läuft denn da jetzt gerade wieder? Was ist denn da so wichtig? Paris, also Paris gegen FC Ach, Bayern gegen München. Bayern auch noch. Oh Gott, na super. Ja, das hätte ich. Ja, gut, alles klar. Ist nicht, ist, genau. Blechfoss sagt das jetzt. Ich scroll langsam wirklich runter. SC2 ist mein Fußball. Sehr gut. Und Kühnersilis möchte ihre Kanalpunkte haben. Alles klar, Wette kommt. Wir fangen an mit TomTom gegen Fatboy. Alles klar. Zack, warte. Wer gewinnt die Series? Mr. TomTom oder Fatboy Dim. So, 5 Minuten. Machen wir mal auf. Ach so, nur das S ist groß und T. Ah, ist egal. Ich hab's jetzt gemacht.
Wir hatten aber echt scheiße Spiele. Nein, wir hatten coole Spiele. Nochmal, Lady. Heiße, 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 oh Gott. heiße. Nicht Oh scheiße. Jesus. Ja, stimmt. Oh. Ich wollte schon sagen, die Lady würde sowas auch nicht schreiben. Also von daher habe ich schon Ja, gewundert. eben. Für Stream wird es total lustig. Nein, ich habe einfach das S von Spiele schon gelesen und dann erst Heiße gelesen und dann habe ich aus, ne, hab ich das gemacht. So wie das manchmal ist. Ja, aber es war wirklich lustig. Aber wie gesagt, wir verraten noch nichts. Ist auf jeden Fall für den Caster was dabei. Du kannst die Wette halten, wir würden die Wette aber auch jederzeit halten. Einer von uns zumindest, wir haben ja genug Channel Points. Also glaube ich zumindest. Wer setzt denn hier Anti alles auf? Wie, du hältst? Hat er nicht gerade gesagt, er hält die Wette? Ach nee, Amarok. Nein, wird natürlich nichts verraten. War schon cool. Ja, auch wenn es bei uns nur noch um die goldene Ananas geht, weil der Rest ja da oben um den Aufstieg spielt. Aber ist egal, das auch wird lustig. Wir sorgen auf jeden Fall für Action. So, jetzt gucke ich nochmal. Das Ding ist offen. Aber ich achte darauf, dass wir wirklich noch ein bisschen was dagegen setzen. Ansonsten machst du die zu nachher, ne? Ja. Ja, kein Thema. Ja, Anlasslose Vertrauen. oh, 95 gegen 5%. Eieieiei, okay. Also, mal Tromtrom, nur mal so als Tipp. Du bist aktuell Uff. Dritter, er ist Sechster. Okay, ja, beide 1 zu 2 und nur die Maps sind entscheidend. Auf der anderen Seite, ja, weiß der, wer öfter im Chat ist und rumlabert, dem gibt man vielleicht mehr Vertrauen in die Spiele. Oh, das wird was. Ich könnte darauf wetten, dass ich die Rehle gegen Acid spielen muss. Woher willst du wissen, dass du eine Relegation spielen musst, Blechfaust? Aber du weißt ja gar nicht, wie die anderen gespielt haben. Ja, also es wird schwierig. Es könnte echt spannend werden wieder bei uns. Nachher entscheidet wahrscheinlich wieder eine Map oder so. Richtig. Richtig. Okay. So, komm. Die 2:30, da passiert im Ingame auch nichts. Ja, Fangen wir an. kann ich mal reinstarten. Lasst uns starten mit Spieltag Nummer 4. Liga 13, heute. Heute geben wir es uns richtig. Vierter, fünfter Spieltag. Ein herzliches Willkommen, einen schönen guten Abend. Jetzt musst du was sagen. Oder ich sag von Sentry, genau. Ja, von mir. Ja. Ja, nee, Genau. schönen guten Abend, ja, von mir. Genau, wir starten in das erste Match rein. TomTom gegen Fatboy Stim, unser TVT. Und da sehen wir sogar schon unseren Publikumsliebling unten rechts in Blau. Das ist TomTom. Warum ist der Publikumsliebling eigentlich ohne Clan? Was ist da los? Also, wir haben oben links in Rot den Terraner von Verballert und Verschallert, Fatboy Stim. Und wir sind gespannt, was heute wieder für Builds ausgepackt Ach, werden. deswegen meldet er sich nie im Stream. Nein, nicht im Stream, im Chat. Weil er verballert und verschallert ist. Ja, vielleicht. Ja, aber, Aha. also wir wissen ja, dass, lass mich kurz überlegen, Anti-Alles war doch MC Gollum. Gott, ich muss mir das nächstes Mal muss ich mir das aufschreiben. Genau, ja. Und der andere hier Kollege, der eben hier war, der Kollege einfach Bobby TV war doch. War das nicht Fatboy sogar? Ich weiß es nicht. Naja, oder was APM der Goodie? Das könnte auch sein. Ich glaube, es war Goody. Das war Goodie? Okay, na Ja. gut. Oh. Sei es drum. Was Was? ist denn da Ach los? so, ja, okay. Ja, genau. Okay, Ja, alles das war klar. der andere. Geht schon. Genau. Ja. Geht direkt schon rum. Direkt nerven, der Geht Kollege. direkt Direkt los, nerven. okay. Hat auch fast bekommen. Ja. Okay. Gefällt mir schon mal. Gefällt mir nicht Und mehr. weg. Aber ja, Das. ich meine im Prinzip, warte mal, hat das jetzt gesehen? Hat das er im Prinzip hat jetzt TomTom gesehen, dass er zwei Gas sind. Okay, er hat selber zwei Gas, wieso achte ich nicht darauf? Okay, beide spielen wieder irgendwas Wuseliges, aber ich meine, Das wollen wir sehen. Wir wollen wuselige Sachen ja, sehen. ich wollte gerade sagen, nach Katowice wirklich das Beste schon wieder. Also, Aber ich es ist meine, ja da muss zwei man Wochen vorher. sagen, TVT ist dann doch schon geil, muss man sagen. Ja. Es ist ja häufig verschrien, aber so wie die das halt machen. Okay, es wird ein Proxy wahrscheinlich vorbereitet. Macht Das er hätte. da ein Das Depot rein? Das ist geil. Serviere das hätte ich. von Das dir, ist ja geil. genau, es hätte von dir kommen können. Yes.
Einfach mal ein Depot rein. Okay, jetzt revanchiert er sich. Beide haben jeweils einen Worker verloren. Mule kommt runter. Da ist noch kein Mule am Start. Also da muss ich schon mal sagen, ist auf jeden Fall schon mal für Tromtrom besser. Gefällt mir sehr gut. Ich mag Mules. Er hat ihn delayed quasi mit seinem Hin und Her. So, was ist Ja. es mit dem Depot? Das kann er ja zur Not immer noch Ja, das abbrechen. ist ja quasi das Protoss-Äquivalent zu einem Pylon, nur dass man das halt auch Ja, nur einfach dass deutlich der Pylon, später. der Pylon steht aber dafür. Da kannst du nichts gegen tun. Das Ding kannst du einfach weg machen und dann ist gut. Ach so, ja, gut, aber ich meine halt, Pylon ist ja, wird ja so oder so gecancelt, ne? Das meine ich ja. Also, Ja, man macht das entweder ja du lässt häufig ihn im. stehen. Ja, Genau. aber ich meine, im PvP macht man das ja ganz gerne, dass man ja einen Pylon hinstellt, dann sieht man, was die ersten Einheiten sind und dann reißt man ihn ab. Aber ich meine, Genau. hier im Prinzip weiß er jetzt ja, was also Fatboy Sim weiß er jetzt ja, was TomTom macht. Theoretisch. Theoretisch. Es hätte mich jetzt gewundert, wenn das jetzt sofort gescoutet werden würde. Oh. Komm schon. Also ich meine, das wäre perfekt. Ach, komm schon. Tromtrom, was ist da los? Ich meine, was sieht man hier? Ja, ich meine an sich, trotzdem Expansion, ist ja gar nicht so wild. Ne, eigentlich nicht. Baut er da auch einen Starport hin? Ja, ne? Oder? Ja, genau. Na, ich bin gespannt. Aber das ist hier von Kollege Tromtrom mal wieder ein One Base mit Ich meine, das. zwei, drei Hellions, sechs Reapern gleich, vier Hellions und sechs Reapern und Also, wenn er Liberator jetzt. wahrscheinlich und Tank. Wenn er jetzt ein Medevac wäre oder sowas, hätte es eine Build von Maru sein können. Also, das sieht original nach dem aus, was man da so bekommt von Maru. Der macht immer irgendwelche merkwürdigen Sachen. Ich meine, im ersten Match hat er ja mit so einem Ding ja eigentlich quasi Hey, das Spiel was schon machst du mit selbst deinem? gewonnen. Was? Und direkt, Achso, direkt, ja. Das ist direkt ein. Das mal ist. den Helden Ja, doch, gebaitet. Oh das ist ein Gott. Scouting-Hellion, Alles das klar. kennt man. So, den Liberator auf die Rampe oder was? Komm schon, mach irgendwas Cooles damit jetzt. Ja, komm, du Ja, kannst ja trotzdem weggehen. Fatboy schon ziemlich gut eigentlich Man in kann nicht auf Position. die schießen. Man muss nicht nur vorbeilaufen. Ja, Nur gut, mal ich als meine, er Tipp. versucht jetzt eigentlich so eine Art Triple-Prong-Attack. Ja. Klappt eigentlich erstmal Wenn ganz gut, die ich meine. SCVs durchlaufen, dann werden sie Ja, dann gekillt. werden sie Alles da klar. gekillt, wenn sie da bleiben, werden sie halt da gekillt. Also das ist schon echt wirklich gut. Aber Hier dazu muss er vorne, angreifen. Genau. ja genau, hier vorne wird wieder ein bisschen mit Hellions reingelaufen. Also das ist schon ziemlich krass. Hier hinten gibt es dann aber auch Action mit dem Liberator. Also die schenken sich halt irgendwie nichts. Gefühlt sollte das. Aber er muss doch dann aber das ist das, was ich genauso, ne? Hinten könnte er jetzt Ja. mit den Hellions angreifen. Guck mal auf die Ja. Hellions. Greifen die immer noch das CC an? Ach, jetzt haben sie sich endlich Ja. bewegt. Ja, Sehr okay. schön. Ja. Ich meine, ganz theoretisch hätte ich halt den Vorteil Tromtrom gegeben. Also, da war auf jeden Fall viel mehr Potenzial da. Aber ich glaube halt, dadurch, dass Fatboy Stim halt einfach gesagt hat, okay, ich pack da einen Liberator hin, der hat anscheinend, glaube ich, schon mehr bewirkt. Ich meine, Wow. Sie sehen, dass er einen Worker Losses ist. Tromtrom hat 21, jetzt 22. Hast du den gar nicht gesehen, Tromtrom? Also ich meine, wie viel Wirker 22 hast du Worker verloren? verloren. Alter Falter, ey. Das muss ja während des gesamten Angriffs gewesen sein, ne? Ist ja krass. Dass man dann so vorne auf Adrenalin und dann geht's ab. Ich meine, ich würde sagen, sie sind relativ ähnlich dann Alle. natürlich. Naja, kommen alle nicht. Acht hast du noch. Haha. Jetzt, witzigerweise erinnert mich das gerade ein bisschen an mein Game gegen Senju vom dritten Spieltag, wo wir dann nach 7 Minuten 8 gegen 1 Worker, glaube ich, hatten. Oh. Leider hatte er ja die 8 Ja. und ich nur den einen, aber ist okay. Ach, guck mal, wie sie den Panzer beschützen. Auch sehr niedlich. Ist jetzt schön. Hast du gut gemacht. Ist doch schön. Tschüss, Kanalpunkte. Ich Abwarten, bin mir abwarten. jetzt nicht sicher, was das jetzt, also. Ich verstehe noch nicht so ganz, warum er jetzt Ja. rausmoved. Und den Tank Sieg muss man vielleicht auch ein bisschen eher machen. Ja. Ich wollte gerade sagen, also. Ah, das sieht jetzt nicht mehr wirklich gut Das aus. sieht jetzt Aber nicht mehr gut. gut aus. Aber jetzt frage ich mich wieder, warum bleibt jetzt Fatboy Stim stehen?
Er kann. Hallo? Ich kann das Ja. verabreden. Gute Frage. Also ich meine, da hat es mich jetzt mega irritiert, dass nicht einfach TromTrom irgendwie gescannt hat oder sowas. Ich meine, TromTrom mag es zu scannen. Nicht gerade halt in dem Fall hätte er ja einfach scannen können, gucken können, was da halt steht und sich dann denken können, ja, okay, angreifen wäre jetzt, glaube ich, eher eine Todesfalle. Aber mal sehen. Vorher sah es ganz gut aus, jetzt nicht mehr. Also auf jeden Fall okay aus, jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Aber wie immer im Spiel, umso länger jetzt der eine dem anderen Zeit lässt, kann er vielleicht doch noch was rausholen. Es Ja. ist eigentlich durch, aber wie gesagt, auf unserem Niveau, glaube ich, kann es in 3 Minuten oder in 5 Minuten, sagen wir mal, schon wieder anders aussehen. Und 5 Minuten, sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir spielen, das ist halt normal. Ja, das ist, Ja. da Nee, werden das halt Pro. auf jeden Fall, aber das ein großes Problem ist halt natürlich, dass ja auch Fatboy Slim, sag ich jetzt mal, viel bessere Production hat und halt natürlich auch bessere Units an sich. Also ich glaube, man kommt einfach viel besser mit einfach Mass Marines, also mit Bio. Halt klar, die sind halt deutlich flexibler, man kann halt mehr damit anfangen. Und ich meine halt, TromTrom hat halt eigentlich außer. Ja, Oh, schon okay. wieder ein Überräter. Nicht die haben zwei diesmal nur. Ja. Ich wollte gerade sagen, also die Verteidigung halt oben ist halt ganz gut, aber ich wollte auch schon sagen, wenn du halt da mit einem Drop reinfliegst oder sowas, kannst du eigentlich nichts mehr machen. Und dadurch, dass der Liberator jetzt noch mehr Value geholt hat, ich meine, so viel war es nicht, aber trotzdem, wenn man zurück ist, alles, also jedes bisschen ist dann zu viel. So, und im Prinzip jetzt geht wahrscheinlich auch Fatboy Stim rüber. An Aber ich seiner sehe kein Stelle, einziges Medivac. ja, ich wollte gerade sagen, an seiner Stelle hätte ich jetzt, ich meine, er hat ja gescannt, er sieht ja, was da ist. Ja, er hat Ich ja hoffe, gescannt. er hat Er es verstanden, was weiß, er. ich wollte gerade sagen, er weiß, dass man theoretisch vielleicht oben hier reinfliegen kann. Also würde ich das halt versuchen. Ja, aber mit 3 Vikings könnte auch schon zügig zu Ende gehen. Theoretisch muss er ja eigentlich gar nichts machen. Er kann ja einfach seinen Vorteil Ja, ausspielen. könnte auch einfach expandieren, ja. Er hat ja eine dritte, aber die steht noch nicht an Ort und Stelle, ne? Jetzt fliegt er, glaube ich, runter. Ja, Bitte das lass ihn stimmt. nicht mit den Marines in die Tanks laufen. Ja. Mein Gott, das wäre so ein Move, wo ich sage, ja, da hätten wir dann wieder. Da kann man das Spiel wieder zurückholen. Ja, das stimmt. Da Also könnte auf man der einen auch Seite kann man immer. es zurückholen oder wegschmeißen, je nachdem. Ja. Oh, ich sehe es kommen. Ich wollte gerade Ach du sagen, Scheiße. mit dem. Deswegen so ein Scouting-Hellion in Häkchen. Oder einfach so ein Marine, der im Einzelnen so reinläuft oder so. Okay, Okay, aber dritter. ich. Wahrscheinlich macht er das nicht, sondern ist mehr oder weniger einfach nur eine Falle. Vielleicht. Ich lasse mich überraschen. Okay, er lässt sich nicht baiten. Interessant. Das ist ja klasse. Na, schauen wir mal. Okay, ein einzelner Hellion kommt da. Wo sind eigentlich die? Okay, die sind alle tatsächlich an der Front. Ja. Das heißt halt, theoretisch könnte man echt einfach wieder droppen. Macht er doch, da ist da was. Was ist denn da? Was droppt denn Hat. da? Warte mal, ist das nicht TromTroms eigener Scan? Der wird doch Ja. blau angezeigt, oder? Eigentlich schon, aber da war irgendwas. Was ist denn da reingelaufen? Ha. Aber ich meine, Da das habe war ich ja. gemerkt, Kacke, der spielt das Spiel öfters. Ah, schönes Ding. Ja, Der der Scan Scan sollte ein sollte Mule ein Mule sein. sein. Ja, Oh. Okay. Ja. Also die Nervosität war real, ich Ja. verstehe. Das, Kennt man. was die Lady sagt, finde ich auch gut. Das mit dem Plan kenne ich. Plan habe ich immer. Meistens klappt es nur nicht so. Aber ganz ehrlich, Lady, erstmal überhaupt einen Plan zu haben, ist doch schon mal ein Anfang. Wenn du gar keinen Plan hast, dann, sagen wir mal ehrlich, dann kann auch kein Plan klappen. Also ich finde das gut, wenn man zumindest einen Plan hat. So, jetzt will er da hoch. Nee, oder? Warte, was war jetzt die Quintessenz? Kein Plan zu haben ist gut. Nee, kein Plan zu haben ist schlecht. Und wenn man einen Ah. hat und der nicht klappt, ja, dann ist es okay, aber man Ah, hat okay. einen Plan. Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn man keinen Plan hat, kann er auch nicht schief gehen. Das ist auch gut. Ja, Das gut. stimmt. So, jetzt vorne rein, die Tanks sind alle unsiege schon. Hat TromTrom 2 vorne stehen lassen? Nee, hat alles unsiege, ne? Ja, einer. Ja, naja, einer. Also ich meine das schon ganz gut.
Also Verteidigung macht das schon. Ich wollte gerade sagen, ja. Du kannst ja auch einfach droppen. Oh, die Tank Position da hinten ist aber auch echt schön. Die ist gut da unten, ne? Ja. Boah, gutes Friendly Fire. Ja. Nimmt im Prinzip eigentlich alle Tanks raus, die man rausnehmen kann. Klappt ja. Halt manchmal. Hallo Mara Likos, guten Abend. Klappt halt manchmal nicht. Das ist auch. Sag ja. Mal, Mara Likos, haben wir wieder auf dem Stream Follow und. Also Follower und Subs aus? Das hat nicht geklingelt gerade bei mir. Schöner, schöner Stream. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Das war nice. Jetzt ein bisschen kontrollieren bitte hier, Kollege. Ich wollte gerade sagen, ich meine, er hat halt so viel Value sozusagen halt rausgeholt und jetzt overcommittet er halt einfach damit. 30, 38, aber die Army ist halt so, so viel größer. Dreifach. Mhm. Jetzt ist er uns schon 10 Vikings verloren. Beziehungsweise, wenn die es angemacht haben, könnte man im Battle Report, ja, da steht ein bisschen zu viel drin. Ja, aber ist okay. Ich meine, alles, was Fatboy so tradet, 1:1, ist ja gut für ihn, weil er hat ja das Dreifache. Ja, nee, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ah, okay, TromTrom hat jetzt endlich den Proxy Starport gesehen. Aber jetzt nochmal für mich zum Verständnis, 1:1 ist durch, ja. Aber warum zum Geier? Jetzt, da kommen wenigstens 4 Mittel weg. Gut. Aber ich finde es trotzdem, bei der Masse könnten es auch 6 sein, oder? Ach, der macht ja noch einen Stress da hinten. Nee. Sehr gut. Ja, gefällt mir auf jeden Fall schon mal gut. Also, ich meine, was willst du halt machen, wenn du behind bist? Also, da musst du ja irgendwie etwas halt machen. Ne? Okay, komm, jetzt. Sind wir das? Fliegt mit dem vor, wird es gar nicht so. Okay, alles klar. Direkt auftroppen. Ja. Das sieht so aus, als könnte er ihn jetzt im Prinzip enden. Na, okay. Ja, das Problem ist, er ist halt doch in der Production drin. Ja, yeah, genau. Ich meine, klar, er ist halt in der Production drin und kann. Ja, ich glaube, da kriegst du nicht. Ich würde sagen, gerade so brechen, ja. Ja. Vorne steht aber noch der Rest rum. Ich weiß jetzt nicht, holt er. Yeah. Geht er zurück? Geht er zurück mit dem Rest? Wieso das denn? Anscheinend. Was ist da los? Ist bei ihm irgendwas los, was ich verpasst habe? Nicht, dass ich wüsste. Was ist das für ein Command? Warum? Jetzt ist doch vorne alles offen. Ich würde gerade sagen, hätte er doch einfach hier reinlaufen können. Richtig. Richtig. Beziehungsweise mit je nachdem, was er halt hat. Okay, ich glaube, Medivac hatte er doch, er hatte halt eins. Ich meine, wenn schon, hättest du dich irgendwo halt da positionieren können oder so, ne? Ja, klar. Aber ansonsten, also man muss halt schon sagen, auch wenn TromTrom in einer ausweglosen Situation ist, er macht ja halt schon wirklich alles, was man eigentlich machen kann, so zum Verteidigen. Die Tanks killen sich alle selbst, das ist ehrlich. Das ist wirklich, also für uns ist lustig anzugucken, für TromTrom muss es ziemlich bescheiden sein, wenn du da die ganze Zeit deine eigenen Tanks durch Friendly Fire killst. Wir haben ein GG. Ja. Nice. GG. Patrone, guten Abend und Liebe und Gesundheit auch für dich. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Ich hau auch mal ein GG raus. Es geht ja schon wieder gut los hier. Fantastisch. Okay. Ja, ich sag ja, 3, 4, 5, 6, alle gleich, ne? Das heißt, wenn praktisch könnten die ja alle, ja, es wird echt spannend. Angeheftet von Mara Legos, du hast meine Nachricht angeheftet. Warum heftest du meine Nachricht an? Also, ich freue mich. Mein GG sieht schön aus, aber. GG? Jetzt hat er seinen Mara Legos angeheftet. Ah, cool. Stimmt. Keine Ahnung, was er da das macht. Sehe ich aber auch nicht allzu häufig, dass so angeheftete Nachrichten und so. Na, du hast das GG angeheftet, da steht doch. Angeheftet von Mara Legos. Da steht's. Ich habe nur geklickt. Ja, worauf denn? Was machst du da, Kollege? Geht's dir gut heute, Mara Legos? Hast du uns vermisst? Ist ja quasi so, als ich diesen Defender-Modus angemacht habe und einfach erstmal in den Chat gelöscht habe. Genau, den Chat. Ich habe nur geklickt. Er hat seine Liga vermisst. Ich kann's verstehen. Okay, komm. Martin ist im Chat, alles klar. Okay, und wir freuen uns.
auf die nächste Map, was ich ja cool finde. Also danke dafür schon mal an TromTrom und Fatboy Stim. Das sind die neuen Maps. Und ich glaube, Spieltag 4 wäre noch die alten gegangen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich kann sie mir jetzt mal alle angucken, in Ruhe, weil ich habe ja davon noch gar nichts gesehen. So, nice. Und los geht's. Next Map. So. Oben rechts, ich darf ihn wieder ankündigen. Es ist der Publikumsliebling in Blau. Es ist Trom-Trom. Und wir haben unten links mit der Einzelführung von Verballert und Verschallert Fatboy Stim in Rot und er ist immer noch Terraner. Wie soll es anders sein? Wir werden heute Da. auch Max. Was guckt denn hier gerade schon Trom-Trom? Also ich habe gerade auf die Cam geguckt. Was guckt denn Trom-Trom auf diese, auf die gegnerische Basis? Hat er Map-Hacks an oder was? Unglaublich. Ich sag's dir. Vielleicht hat er seine Kameraeinstellung darauf gesetzt. Auch Liga 14, auch Liga 13, Entschuldigung, spielt schon mit Kameraeinstellung. So, was macht er jetzt schon wieder? Direkt zur Goldbasis oder Das ist was? Ist das eine Goldbasis? Das macht ja jetzt jeder mittlerweile, ne? Habe interessant. ich gesehen. Auf der Rückseite der Goldbasis expandieren. Nö, okay. Ach, du checkst nur, ob er es gemacht hat, wahrscheinlich. Ach, er dachte, er Wahrscheinlich. ist unten. Junge, was hast denn du gemacht bei dem Spiel? Warst du ein bisschen durcheinander? Schon Alla, wieder. wo geht der hin? Was ist denn los mit dem? Wieder Double Gas? Beide Double Gas? Okay, beide haben wieder Lust auf Party. Aber man Diesmal könnte zumindest mal, Trom-Trom, ja. ja, man könnte zumindest mal scouten gehen, oder? Aber es ist Ach, völlig wenn du überwertet. cheesen willst oder so, ist eh egal, meine Güte. Ehrlich. Gut, ich Echt meine, ehrlich. der einzige Punkt ist halt vielleicht dem Gegner im Glauben zu lassen, dass du vielleicht nicht cheesen willst, aber dabei willst du cheesen und dann, na? Uiuiui. Aber ich meine, dieses Mal, okay, Factory, es wird kein Starport geproxied, sondern Factory. Minen oder was? Spielt man Minen im TVT? Oder Aliens mit... Ja, was machst du da vorne? Ja, gute Frage. Also klar, kannst Minen machen, aber ich meine, das ist eigentlich im TVT eher ungewöhnlich, weil ich meine, Deshalb wundert was mich willst du auch da gerade. halt machen? Kannst ja theoretisch auch jetzt weitere Sachen halt proxyen, kannst halt theoretisch ja auch, keine Starport Ahnung, daneben. Cyclone Proxy oder so. Okay. Na, TromTrom wird sich was überlegt haben. Wir gucken uns das mal an. Oder einfach halt nur, um zu verbergen, dass da hier keine Factory ist und er baut jetzt dann Starport hin. So wie er es jetzt auch macht. Tech Lab. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da irgendwie. Ich meine, Siege Tank, glaube ich, sind offensiv. Ich glaube, sind halbwegs gut, wenn du es halt schaffst, irgendwie halt hier zu siegen oder sowas. Keine Ahnung, da musst du irgendwie mit Aber du irgendwas, brauchst aber doch was. trotzdem musst du noch Du irgendwie hast doch. reinlaufen können. Du musst doch aber trotzdem irgendwie. Brauchst du ja noch ein bisschen was dazu. Du kannst ja nicht nur mit ein paar Tanks reinkommen. Du hast mich beschworen. Fenric ist da. Juhu. Guten Abend, Fenric. Was war das schon wieder? Also ich glaube, Bunker war einfach nur für, wenn jetzt irgendein Cheese kommt oder sowas, irgendwie ganz viel Reaper Okay. oder sowas. Und das wären jetzt höchstwahrscheinlich Tore. Ja, okay, jetzt sieht man es ja. Okay, er hat einen Plan, er hat. Ich wollte gerade sagen, Aha, ich meine, wenn man da schon die Armory sieht und er da hat. Naja, ist Techlab und klar. so, dann denkt man sich, okay, ja. Alles klar. Dann baut Stimmt er dann. wenigstens. Ja, dann baut er wenigstens noch ein Depot dahin, wenn du mit dem SCV schon da rumstehst. Mit 30, 31. Nee, er steht Hierhin? wieder nur rum, ey. Ja, na, warum nicht? So, egal. Arbeitsverweigerung. Echt, volle Arbeit. Hat er vorne wenigstens zugebaut inzwischen? Ja, ich nicht lassen. Aber jetzt Ja. wird sich Fatboy bestimmt sagen: Scheiße, was ist denn hier los? Ich hab nicht gescoutet. Oh Mist, ey. Aber die Jungs Ich können ja wollte sagen, rüber. der das Depot hat er jetzt wieder gebaut, anstatt, also ich meine, er hat das ja vorhin abgerissen. Oh, Okay, er jetzt wird's fliegt da mit lustig. einem Tor rein. Jetzt wird's lustig. Okay. 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 Tor-Targeting ist manchmal so dämlich, ist unglaublich. Okay, er ist da ein bisschen, macht ein bisschen was. Sein So, Gegner ist jetzt aber. aber auch an seiner Basis. Ja, deswegen ist der Bunker da, aber ganz ehrlich. Okay, er kriegt schon mal einen Tank. Okay. Ich meine, ja, Fatboy Stim kriegt halt leider. Ach nee, Fatboy Stim kriegt insgesamt erstmal weniger. Aber mal sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Aber warum geht er jetzt nicht auf die SCVs? Warum? Ja, ich verstehe. Naja, ich wollte Ja, gerade sagen, danke. kannst du halt Danke. einfach unten dich Danke. hinsetzen.
Danke. Aber mitten rein muss ja nun auch nicht sein. Wollte gerade sagen. Ich meine, wenn. Okay. Also ganz ehrlich, bis jetzt sieht es noch ein bisschen ausgeglichen aus. Wenn du jetzt nochmal 10 Worker rausnimmst, TomTom, sieht es richtig gut aus. Okay, Okay, die jetzt move. Worker, okay, ja. Ich wollte gerade sagen, eventuell, wenn du da jetzt einfach rausgehst, alles A-Move und so etwas, wenn du ihn halt überrascht, wird er vielleicht eingekesselt und reagiert halt zu spät. Ne? Dann würde er halt auch alles verlieren. Dann müsste er praktisch gewonnen haben. Ich meine, halt SCVs sind unglaublich stark am Anfang oder Worker im Allgemeinen sind stark Da am muss er noch ein Anfang. zweiter, da muss er theoretisch noch ein zweiter Tor sein. Trom, alles klar. Du brauchst deine Depots selber überlegt. Gut. Jetzt kommt von Fatboy Stim Liberator halt aber zurück und das wird dann halt wieder knifflig. Man hat da ein Tor, okay, jetzt ein zweiten Tor. Tust du Okay, mir wenn er einen Gefallen? jetzt. Was? Nee, ich wollte eigentlich Trom sagen. Hat er Ah. denn wenigstens irgendwo? Ach ja, er hat ja seine Proxy, sein SCV draußen. Ich dachte schon, seine SCV ist waren, ey. Ah, da muss ich jetzt halt eigentlich sagen, ich meine, eigentlich bist du doch offensichtlich ahead. Wieso fliegst du jetzt nicht einfach zurück und verteidigst seine Basis? Ja. Ich meine, Er hat er hat 1030. Oh, ja. 1030. Einfach mal eine neue Basis bauen wäre geil. Ja. Einfach links oben. Oh, aber er hat wenigstens die Main Base gekriegt. Die Natural, beziehungsweise die fliegt einfach woanders hin. Und im Prinzip jetzt macht er, glaube ich, genau das, was ich halt eigentlich dachte, was man halt machen sollte. Okay, er baut da eine neue Basis. Gute Idee mit dem Worker. Kleiner Applaus, kleiner Zehnerapplaus. Das ist wild. Hey, Sendview ist auch da, grüß dich. Wo ist denn das Wir andere? kriegen hier. Ja. Ja, ist das geil, wir kriegen hier alles hin. Boah. Aber Worker sein. 0. Fatboy Sim hat keinen Worker. Das heißt, theoretisch müsste er das landen und dann Mule schmeißen, um das zu reparieren, weil es. Ja, okay, Weil es brennt. das war's. Ja, okay, Ja, das war's hat er keine jetzt. Chance. Ja. Wahnsinn. Ist auf jeden Fall ein lustiger Plahan gewesen. Was hast du verpasst, Buggy? Plahan. Guten Abend. Du hast Alles. zwei spannende Proxys verpasst und beides Mal haben Proxy gewonnen. Muss man aber auch sagen hier. Average APM. Moment, was? Okay, interessant. Ach, schön, die Oh. Wie Lässt er so enttäuscht die stehen. Mules sind. Das ist auch geil. Lässt er einfach stehen und sagt: Hey, Ja. Jungs, ich Ja. lasse euch noch am Leben. Ihr könnt in Stehen wie Ruhe Ochs weitermachen. vom Berg. Aber jetzt, er hat auch nichts mehr, oder? Was sagen? Der landet da. Er ist ja auch. Das ist. Okay, das ist jetzt eher so ein bisschen Trolling, ne? Das ist eher so ein. Das ist, Oh glaube mein ich. Gott. Oh, das ist lustig. Das ist eigentlich Baut eher er. so Nein, ein Goldfinger-Move. Ja, stimmt. Ja, wollte gerade sagen, hat TomTom auch gerade geschrieben. Das ist ein Goldfinger-Move. Ja, geil. Aber sag mal ganz Ah. ehrlich, er hat doch jetzt nicht in seiner eigenen Basis noch einen Bunker vorne gebaut. Junge, du bist doch sowas von safe. Ach, jetzt hör doch mal auf. Lad doch mal die Figurins da aus. Oder fünf sind es jetzt. Wenn da jetzt noch eins SCV drauf geht, geben wir das Spiel als verloren weg, Ja, Freundchen. dann Kann wohl wird nicht das wahr nichts sein. mehr. das ist aber auch geil. Muss ich sagen. Bam! Wird Der das Reaper safe nochmal sein, ordentlich glaube in die ich. Fresse gekriegt, ja. Ja, ich habe mich schon gewundert, wann baust du genau diese Er Kanonen? schmeißt sie ja im Messergriffen. Kann man noch Eieiei. umswitchen, ne? Für oben und unten. Ja, genau. Ja. Und wir haben ein 1 zu 1. Es 1 zu ist wieder 3 1. zu 1. Wir kriegen wieder alles geboten. Darauf Oh habe ich mich mein heute gefreut. Gott. Sehr gut. Nice. Das waren Special Tactics. Das war einfach Kunst. Ja, echt cool. Ja, freue ich mich. Coole Sache. One to one. Ah. Du bist noch on stream, mein Freund. Ja. Ich habe mich auch Sehr gut. gefragt, wie das immer sein kann. Mensch, ey. Ja. Dann haben wir ein 1 zu 1. Wir spielen dann eigentlich normal TVT. Gibt's nicht. Das ist jetzt wie CVC und PvP. Alles ist erlaubt. Buggy, ey. Spam wird kommen. So Spam schnell wird. hast du es gar nicht Ach, halt, gelesen. das Das geht, ist, das kann weiß ich gar jetzt nicht, nicht. meine fünfte E-Mail oder sowas, keine Ahnung, meine fünfte E-Mail-Adresse. Kannst du zusparen. Er freut sich. Marcel. Ich wollte gerade sagen, da habe ich eh alles, Uff. also das passt schon. Macht nur Spaß. Ich habe noch meine erste. Ich auch. Ei.
Von 2000. Ja, ich wollte gerade sagen, von Ach so, 2000. aus dem Also, Jahr das ist ja. 2000. Ach so, Erlauben, was schreibst du? So, der Liga 13 vermittelt. ist jetzt mit dem ASMR-Touch. Danke, Groß-Knabber-Leidenschaft. Ist gut, oder? Und wieso wurde Außer das der wegen Hautfarbe unterdrückt? Ethnie, Haut? Knabber-Leidenschaft, glaube ich. Ah. ASMR? Nee, Knabber, oder? Ich weiß gar nicht, warum. Alter, ich weiß es nicht. Ich Doch, hier, weiß sagt es er. Hat benutzt. Es ging um Knabber-Leidenschaft. nicht. Ah, okay, doch. Stimmt, hast recht. Ja. Steht's. Aber ich hab's mal erlaubt. Ja, Jungs, ein bisschen, ne? Ein bisschen Feeling muss reinkommen. Ein Und bisschen außerdem, Feeling. woher wusstest du, dass ich war? Hätte ja auch Sentry sein können. Nein, Quatsch. Ich mach sowas gern. Ihr wisst doch, Jungs, so ein bisschen längste Praline der Welt heute am Valentinstag. Da muss man noch mal reinbeißen. Okay. Das hast du jetzt gesagt. Ich Ja, alles gut. Alles gut. Du machst das letztes Mal auch. Ja, ist ja in Ordnung. echt, habe ich? Ach so, nee, das kann sein. Ach, keine Ahnung, was weiß ich. Ja, Tromtrom sagt das passt schon. gerade. Ja, alles in Ordnung. Ja, So, siehst du, Final ich Map. bin nicht immer der, der immer isst, obwohl ich eigentlich immer esse. Um die Stimmt. Uhrzeit ist nämlich sonst immer Ich wollte gerade Sentry, sagen, genau. sonst jedes Mal, wenn wir reden, esse ich. Und ich darf ihn übrigens zum dritten Mal ansagen. Unten links in Blau der Terraner Tromtrom, unser Publikumsliebling. Okay. Und wir haben oben rechts den roten Terraner von Verballert und Verschandelt. Fat Boy Stim. Ich hoffe, er wird seinem Namen gerecht und macht jetzt mal ein paar fette, in Anführungsstrichen, Boys mit Stim. Also Marauder haben wir noch gar nicht gesehen, so. Proxy Stim. Marauder. Und Wie? Stim haben wir auch noch gar nicht gesehen. Ja? Proxy Also, Marauder mit let's Stim go. irgendwann bei 5 Minuten 30 oder so. Und hier natürlich auch. Ein bisschen. Die Crowd muss ein bisschen speaken. Ach hier, guck mal, Bebra Bustera. Das hatten wir gestern auch. Soll ich den rausschmeißen oder machst du das, Maralekos? Achso. Dann kann ich mich konzentrieren. Oder wer auch immer. Fake News. Maralekos hat das gleich Weißt weggekriegt. Sehr gut. Dankeschön. Ich hatte die letzte gestern auch 4 Stück hintereinander bei mir du? auf dem Ah. Stream. Denke so, was ist denn da los? Mich findet doch Eieiei. sonst keiner. Ja? Aber ist okay. Aber Mara war da und hat mir geholfen, hat mich gerettet quasi. Sehr Sehr gut. gut. Okay, jetzt konzentrieren wir uns aufs Spiel, auf Ancient System. Was heißt das für eine Map? Kenne ich nicht. Ja, ich muss ja Ist sagen. das nicht die grüne Map, von der alle reden? Ich weiß nicht, ja, es hat zumindest an den Anschein. Ist das. Nein, komm. Komm, Fatboy. Oh nein! 1 zu 0, drum. Alles klar. First Zack. Blood. Da kommst du doch aber durch, ne? Wollte gerade sagen, kannst du Ja. durchfallen. Ist doch offen. Ja. Alles, kannst du alles scouten. Kannst alles scouten. Ach Zwei Gas, ja. wie immer. Aber guck mal, zwei Gas voll besetzt beide, ne? Und kaum Mints, die gemeint werden. 11 von 18. Ich finde das immer, ich glaube, selbst für Terraner ist das doch ein falsches Verhältnis, oder? Ich meine halt, Tromtrom hat jetzt 260 Gas. Ich bin mir ehrlich Ja. gesagt nicht sicher. Ich glaube, es ist nicht ratsam, sofern du nicht irgendwas Proxy und dann sofort alles, was Gas, also alles, was mit Gas zu tun hat. Ich glaube, ansonsten ist es ein bisschen too much. Also, dass man das auf jeden Fall das zweite Gas-Timing delayen kann. Also für, keine Ahnung, Proxy Marauder, Proxy Reaper oder so. Kannst du das wahrscheinlich alles machen, aber halt für relativ langsame Builds ein bisschen später hätte Der wahrscheinlich auch gereicht. WBF tot? Ja. Ja, ist immer einmal. Genau, zwei Worker gestorben. Ich meine, wir sehen hier im Prinzip eigentlich fast genau das gleiche. Also zumindest Guck halt mal. schneller Starport Er hat von mich beiden. erhört. Er hat mich erhört. Oho. Ja, Das sind genau. Und ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir halt hier Aber Stim fehlt. Marauder. Stim. Um den Namen komplett zu machen, fehlt Stim. Ach toll, jetzt habe ich. Hä? Was denn jetzt noch? Oh. Oh! Map 3, jetzt geht's ab. Ach, Okay. wer braucht denn Worker? Ist ja total lächerlich. Die spielen beide nur One Base und hauen sich alles um die Ohren hier. Ich kenne da noch jemanden, der das kann, ne?
Sentry, du weißt, wen ich meine? Na, kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wovon du redest. Schöne Grüße an unseren Freund Shinobi auf diesem Kanal. Er wird zwar wahrscheinlich nicht reinschauen, aber... Ah, unser Proxy-Man, ey. Unser One-Base-Man. Ja, ja. Wobei man ja auch sagen muss, da bist du jetzt ja auch nicht mehr weit entfernt, eigentlich den gleichen Ruf zu erhalten. Ja, oder Special Tactics, also Fanrack Special Tactics finde ich besser. Genau, Special Tactics finde ich besser. Du, nachdem wir Senju in unserer Liga hatten, muss ich ganz klar sagen, ist er ja der Cheesy Man, das finde ich gut. Special Tactics finde ich cooler. Mhm. Ich habe ja immerhin auch schon mal zwei Base gespielt. Diese Saison. Ich meine, bei Protoss kann man das ja immer sagen. Also ich meine, White Ra als Protoss hat das ja geprägt und ich meine, bei Protoss ist alles irgendwie Special Tactics. Das ist absolut so, okay. Das, ich meine, das ist halt so das Problem. Also ich meine halt jetzt so von Tromtroms Bild. Also ich meine, er macht er halt schon wirklich. Guck dir das an, als ob er es wartet. Als ob er es erwartet. Ne? Ja. Wenn er jetzt den Turbo Boost findet, ist das Ding direkt durch. Oh, oh. Sehr schön. Wow. Ich würde sagen, mit dem Viking wahrscheinlich ein bisschen schneller halt, ja, ja. Aber war schon gut. Ich wollte gerade sagen, eigentlich, er kann richtig leicht jetzt sofort sterben. Also eigentlich, als ich das los... Ey, die bauen beide! Metal Cruiser! Das gibt's doch überhaupt nicht. Hallo? Was ist da los? Leute, geh doch nicht. Alter, was ist da los? Tromtrom scoutet im Prinzip, dass der wieder zurückgekommen ist. Hätte er sein SCV aber mal hochgeschickt, hätte er es gesehen, was da jetzt auch gleich auf ihn zukommt. Oh Mann. Ja, ich meine, dann hätte er halt erstmal nur gesehen, dass da halt ein Tacklab ist, ne? Das heißt, ja, das würde ich halt vielleicht sehen, was weiß ich, Banshee oder sonst irgendwas. Okay, das stimmt. Also BC gegen Cycling Viking ist irgendwie sehr gewagt, vor allem wenn dein Gegner auch auf BCs geht. Okay, was er wahrscheinlich noch nicht weiß. Sieht er das? Er sieht's nicht, ne? Ja, er sieht's nämlich nicht. Spätestens jetzt muss er es aber sehen. Okay, er fährt seinen eigenen BC wieder zurück. Also beziehungsweise portet den hin. Okay, jetzt wird's interessant. Wer schießt auf jeden Fall? Aber ich meine, Tromtrom hat halt Yamato und er wird sich. Eigentlich würde ich sagen, er müsste sich doch tierisch freuen, oder? Ja, einmal Yamato. Und jetzt stehen sie übereinander, oder was ist das denn? Oh, ja, aber der wird repariert. Ah, das ist natürlich auch wahr. Ich meine, Battlecruiser machen sich selber ja eigentlich überhaupt gar keinen Damage. Das ist ja im Prinzip so wie Carrier gegen Battlecruiser, ne? Dadurch, dass ja die ganzen Worker einfach da drunter stehen, werden die halt natürlich alle geschnetzelt. Ich glaube, sofern er sie Fokus feiert, und das tut er ja auch. Was war das denn jetzt? Er hat echt... Es war repariert, aber alle seine Worker geopfert. Ja. Also das hat sich ja schon dreimal gewonnen. Warte mal, ich dachte, Yamato von Tromtrom wäre schon fertig. Nee, jetzt erst. Und jetzt jumpt er zurück. Okay. Nice. Gutes Timing. Gib 10 Applaus. Das ist... Geil. Repair größer Yamato ist richtig, aber die SCVs darunter waren absolut Verschwendung. Ja. Das war's. Das war der Killer. Ja. Kannst du Battle Report anmachen? Geht das noch? Zu spät? Nee. 25 SCVs. Nichts verloren. Null. Null. Der jetzt haben wir auch schon den zweiten Battlecruiser. Und ein G. Wir haben das G. Ein G für Mr. Battlecruiser One Base Tromtrom. Herrlich. Sehr schön. Aber sehr schön, sehr schön. Haben wir beide gemacht. Sehr geil. Also wir kriegen wieder was zu sehen. Das ist das, was ich heute erwartet habe hier. Was eine Series. Und ich wähle direkt mal die Series und dann haben wir die ersten. Wow. Bam, 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 bam. 2-2 damit. Das ist ja quasi wie PvP, nur irgendwie deutlich cooler. Also so, weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe schon, was du meinst. So, ich meine, wir haben im Prinzip die coolsten Einheiten gesehen. Wir haben Shenanigans mit Toren gesehen und mit Battlecruisern. Also bitte nur, wenn mich der Typ so aufgeregt hat. Ja, ja. Oh. Ich kann mir schon ganz gut vorstellen, wie man sich danach fühlt. Ey, das ist. Da muss man sich aber echt wieder King von sonst was gefühlt haben. So, jetzt kannst du Tromtrom deine Kanalpunkte rinballern. Du kannst auf dein Team
Teammate oder WG-Mate Immox setzen oder auf APM Like Goody. Die ja quasi auch beide mit der gleichen Ausgangssituation. Der eine, ach nee, andersrum. Immox hat sogar 2-1 auf Platz 2, genau. Und APM ist 1-2, so wie du 1-2 warst. Ist spannend auf jeden Fall. Mal gucken, was Immox bekommt. Unser Random-Spieler in dieser Liga. Das wird interessant. Weil ja heute auch über diese Karten schon sehr interessiert und in den Kommentaren unter Maras Daily geredet wurde, oder geschrieben in dem Fall ja besser, habe ich mir die Frage gestellt, diese Karten sind gut, wenn man eine Rasse hat. Was ist denn eigentlich, wenn man random spielt und immer eine andere Rasse hat? Dann könnte es doch ein bisschen schwieriger werden, dort solche ja. Punkte zu verteilen. Ja, das stimmt. Also du kannst ihn selber fragen, aber meines Erachtens wohnt Immok in oder bei Leipzig. Er hat das Random umprogrammiert. Ja, Sanju, ich meine nur, weil ihr doch, oder du bist jetzt mit dazugekommen, weil die Jungs ja schon lange zusammen trainieren. Mann, halt StarCraft-WG, ihr spielt auf dem Discord-Server zusammen. Ich durfte auch schon mal mitmachen. Und ich weiß, ich habe nicht so viel Zeit und so weiter, bla bla. Heute Daily gucken für mehr Kartenchaos. Ja, auf jeden Fall. Oho. Ach, heute noch. Machst noch ein Daily dazu? Okay. Ja, ich meinte, die wohnen im selben Discord bei StarCraft. Das ist eigentlich das, was ich meinte. Das ist die StarCraft-WG. Die kann auch deutschlandübergreifend sein. Bodensee, direkt vom FKK-Strand. Ich hoffe, jetzt hast du was an, wenn du da bist. Sonst ist es ein bisschen kalt da unten. Da hast du auch irgendwo recht, Immok. Das tun wir alle irgendwo. So, sind wir bereit für... Achso. Ja, ich würde starten. Ja, also ich matche... Trondheim spielt FKK StarCraft. Lass das nicht Reva hören, da dann... Ich will mich nicht dazu äußern, aber das könnte ihr gefallen. So... Dann hätten wir unseren Random Emog, der Terran bekommen hat, oben rechts auf der Karte Waterfall. Na, das ist doch nice. Und wir haben unten links vom Team Hilly den roten Protoss namens APM Like a Goody. Und wir schauen, was passiert. Wird auf jeden Fall spannend. Ich habe das so im Gefühl. Ich muss mir mal parallel dazu. Mara, bist du eigentlich so lieb und nett, was du ja immer bist, und trägst parallel die Games ein? Ich vermute mal, ne? Ich guck mal rein. Ja, ich meine, dann könnte man halt dann nach dem Spieltag das ja nochmal aktualisieren und gucken, wie denn der Spielstand ist. Ja, genau. Oder zumindest parallel vielleicht auch announcen. Also es wird auf jeden Fall eingetragen. Das sieht schon mal gut aus. Vielen Dank dafür. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Ich glaube, Emok hat nicht announced, was er ist. Ich weiß gerade auch gar nicht mehr, ob man das darf. Gab es nicht irgendwie mal eine Debatte, ob man das darf oder nicht? Ich weiß es gerade also gar nicht. Also wenn du es willst und du es richtig ansagst, ist es okay. Wenn du es natürlich falsch sagst, das wäre dann schon ziemlich Käse. Nö, ist ein Freier. Genau, kannst du machen, wie du willst. Du musst es nicht sagen. Aber du darfst es nicht falsch sagen. Wir wollen ja hier Fair Play haben. Naja. Naja, also es hat mich halt gewundert, weil ja APM Black Goody jetzt ja oben wallt. Und das ist ja so gesehen ja eigentlich eine PvP-Wall. Und ja, ist das halt immer, natürlich schon... Naja. Schauen wir mal. Bin gespannt. Wie gesagt, vielleicht baut er die immer so. Ah, okay. Also ist normalerweise sind wir mal ehrlich. So, dass man nicht lügen darf. Das ist interessant. Ja. Also das wäre unfair. Das wurde mal ausdiskutiert. Wie gesagt, man muss es nicht sagen. Das ist okay. Ja. Aber man darf es nicht falsch sagen. Ja, nein. Alles gut. Nee. War jetzt auch nicht so gemeint, Emok. Nein. Also war jetzt auch nicht darauf bezogen, dass man es halt machen soll oder machen muss oder was auch immer. Sondern das hat mich ja nur wieder halt gewundert. Dass APM Black Goody ja eigentlich eher eine Protoss-Wall gemacht hat.
Da hat die Queen Elizabeth völlig recht, du kannst auf der Leiter machen, was du willst, da kannst du die Leute foppen reinnehmen. Ja, yeah, nee, nee, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Aber hier nicht. Aber du hast völlig recht, jetzt habe ich erstmal gedacht, was du meintest, wahrscheinlich meintest du das damit. Er wollte ja oben, es hätte ja auch Zerg sein können. Mhm, dann muss er ja, exakt. Muss er ja unten wollen, ich denke gerade. Also ich meine halt, wenn Simok Zerg gehabt hätte, dann wäre das quasi eigentlich ein Free-Win für ihn. Also dann, ja. Also ich meine, du musst schon, weiß ich jetzt nicht, musst schon ein bisschen Luck haben, um aus der Situation wieder rauszukommen. Aber hey, wir reden über 33%, ist doch in Ordnung. 66 jo. Nein, 33 ja, hat er gesagt. Risiko geht mal ein. Ah, okay, ja. Ich meine, das Problem ist halt einfach tatsächlich auf der Ladder. Ich glaube, es ist, glaube ich, in der unteren Ligen vielleicht nicht so schlimm, aber ich meine, du kannst halt einfach nicht mehr richtig spielen. Also, ich meine, wenn du nicht weißt, gegen was du halt spielst, dann spielst du einfach auch irgendein All-In oder du erwartest irgendein All-In, spielst irgendwie halt anders, als wenn du gegen deine Main Race, nicht gegen die Main Race, als wenn du gegen die Race spielen würdest, wenn du es halt weißt. Ja. Mhm. Und das ist halt natürlich immer ein bisschen nervig. Aber sorgt halt natürlich auch für abwechslungsreiche Spiele. Ich meine Güte, ist doch auch absolut okay. Okay, wir sehen Oracle tatsächlich von APM Black Goody. Okay. Okay. Interesting. Der Reaper dürfte im Eimer. Der ist schon Form Shade im Eimer. Naja, der ist im Eimer. Aber nur okay, ein. Erstes Oracle ist fertig. Zweites ist. Ich meine ja, erstes steht schon drüben, das meinte ich eigentlich. Sorry, hat mich verhaspelt. Wir haben gerade nur 4 Marines für Emog und eine dritte CC. Ich meine, auf der einen Seite, wenn er halt ein paar Worker verliert, ist es halt nicht so schlimm, wenn man relativ schnell CC geht. Shade in die Main und Oracle oder andersrum. Schade, jetzt sind die Mules beide weg. Bin mal gespannt. Oder gleichzeitig rein. Kannst ja direkt loslatschen. Was kommt denn da noch? Ein drittes Oracle? Nee, was ist das? Was fliegt denn da links noch? Unten? Achso, ja, sollte eigentlich. Warte mal. Oh. Okay, da haben wir einen Warp-In-Pylon. Aber wir haben auf jeden Fall. Ich habe leider Productions kurz ausgeschaltet. Aber wir haben jetzt 3 Oracles. Da, die 3 Oracles. Ich meine, es könnte ja fast ein Bild von dir sein, muss ich sagen. Ehrlich gesagt, ja, 3 Oracles und 6 Adepten und dann los. Witzigerweise war bei mir die Wall immer offen. Aber da habe ich gegen Trompon gespielt. Immer zu, meine ich. Ja, jetzt muss er mit. Die Marines muss er erstmal schreddern. Nicht das Ding, die Marines. Ja, ich meine, so oder so läuft ja, das. Passt. Also, das sieht absolut grässlich aus für Emog. Eieiei. Ungefähr so hätte ich das auch gerne einmal hinbekommen in dieser Saison. Leider haben die Terraner immer nur Käse dagegen gemacht. Dann hatte ich keine Chance, das so schön zu spielen. Ich hätte gegen Emog spielen sollen. Tja. Wenn man das halt nicht sieht, dann ist das einfach so bitter. Jo, das ist auch quasi durch, würde ich sagen. Mhm. Also keine Ahnung, was du noch machen willst, aber das Thema ist komplett am Eimer. Da wollte doch Emog einfach nur ein ganz ruhiges Makro-Game spielen und dann. Dann passiert sowas. Dann ich meine, der APM hat 3 Basen, ne? Also, er kriegt ja, aber die ist jetzt ja erst bald fertig, während das Emog ja schon längst gesetzt hat. Ist aber nicht mehr weiter zu irgendwas gekommen, weil ja dann der Angriff kam. Ich glaube, er kriegt gleich 0 Worker. Er kriegt sie alle, ey. Wo ist denn der letzte? Da unten. Oh Gott, der ist auch gleich im Eimer. Der fährt da gerade. Okay, also, ja, 0 zu 47 habe ich selten gesehen, wenn ich ehrlich bin. Eieiei. Ich wollte gerade sagen, also ich meine, ein bisschen kann man ja halt dagegen verlieren. Also im Sinne von, keine Ahnung, kannst du ein paar Worker mehr dagegen verlieren, weil dritte CC und sowas recht schnell OC. Das ist ja schon relativ committed, so ein Angriff. Jetzt schmeißt er, guck mal, jetzt schmeißt er Mules, ja? Und hat direkt Income nur 600, 700 weniger. Das ist doch eine Schweinerei. Bei 0 zu 55 oder 1 zu 55 Wörtern ist doch unfassbar. Und das ist halt sozusagen auf 2 CC. Ja, aber da muss man halt auch bedenken, dass er eben auch so gesehen ja alle seine Energie gesaved hat. Und er hat dann halt irgendwie mehrere Mules auf einmal geschmissen. War ja auch ziemlich schlau, weil vorher hätte das ja nicht machen können, sonst wären die einfach nur geschnetzelt worden. Ja, jetzt werden sie auch wieder geschnetzelt.
Das ist richtig, aber sie konnten ein bisschen meinen. Also, ich glaube, Imog ist hier gerade so ein bisschen halt wie halt, wie soll ich jetzt sagen? Wenn man das jetzt reversen würde, mit so wie Zerg-All-Ins gegen Terran, und dann sieht man ja halt auch immer, ne? Also sieht man ja häufig bei Maru oder sowas, er wird geall-int, verliert. Guck mal, die drei da unten, die sagen sich, ja, kämpft ihr mal alleine da unten, ihr schafft Naja. das schon. Verliert dann Gut irgendwie zu. 20 Worker oder sowas, aber weil er halt 3 CCs hat, ist alles gut, weil Mules und so. Aber Mules machen halt leider auch nicht alles. Oder zum Glück wohl eher. Der Tank unten schild hoch am Cliff und sagt sich, ja, ich beobachte nur die Basis unten. Da zieht mich meine Ich meine, er Maiden muss halt an. natürlich dann irgendwie hier die Basis dicht kriegen. Er steht ja schon Die ist relativ aber nicht zu, die ist aber nicht zu, defensiv. glaube ich. Das Ja, und Depot, ich meine, das wir haben ja da zweite und auch schon. dritte. Ja, wir haben ja da auch schon eine offene Basis so gesehen. Vor allen Dingen, das ist ja dann immer noch keine OC, also die hat schon seit, weiß ich jetzt nicht, 3 Minuten oder so. Ja, aber er hat ja kein Geld. Ja. No money. No money, no money. Ging ja erstmal eine Weile von einem One-Base-All-In aus. Ja, okay. Hast du natürlich Wusste auch nicht nicht. unrecht. Also. Ich meine, klar, hast du natürlich recht. Hätte auch sein können, ja. So ist das. So ist das. GG an Mr. APM Like Goody. Ich sagte, das wird noch eine richtig enge Kiste hier, wenn die jetzt alle 2-2 gehen heute. Aber noch ist ja nicht aller Tage Abend. Vielleicht kriegt ja Imok jetzt einmal Zerg und APM lässt ihm netterweise wieder die Tür so weit offen. Nämlich ohne komplette Wall zu spielen. Das wäre auch lustig. Die Frage ist, Imok, warst du einmal drüben und hast das gescoutet? Ja, doch, du warst mit dem SCV drüben. Ah, ich Das weiß nicht, ob heißt. das SCV alles gesehen hat. Es kann sein, dass es ein Starport gesehen hat, aber Nee, bin es ich mir ging nur darum, jetzt. dass vorne nicht zugewollt wurde. Ja, also Ach sprich, so, das, ja. fürs nächste Spiel könnte es ja interessant sein, zu sagen, ey, geil, wenn ich jetzt herkriege und der baut vorne nicht zu, ja, dann let's go. Einmal rein da. Ja. Schauen wir mal. Gut, gut, gut. Ja, dann kann ich ja schon mal das zweite Match direkt starten. Jawohl, wir sind heiß. Weiter geht's. Huhu. Ah, okay, ja. Nur viele Deads. Ja, naja. Na, nur ist okay. Naja, aber warum hast du da nicht vollständig zugebaut? Also, ich meine, ja, kann immer passieren, aber. So, so ist es. So. Unten rechts in Blau, Imog hat wieder Terran bekommen, tatsächlich. Das ist quasi dann, ich weiß jetzt nicht, ob man sagen könnte, die Rache der Random-Spieler, aber oder des Systems, weil die dreimal Zerg gegen TomTom. Aber wir haben erstmal oben links in Rot 1-0 in Führung vom Team Hilly, APM Like Goody. Immer noch als Protoss, immer noch in der gleichen Farbe und er wollt wieder oben. Wahnsinn. Das Ja, ist. Walt wieder oben. Okay, nice. Ich meine, vielleicht hat er ja einfach, ja, wie gesagt, ein bisschen Glück gehört dazu. Dieser Emok ist mir einfach suspekt, ja. Der hat jetzt halt gedacht, okay, ja, ich könnte jetzt auch einfach statt. Also, ich könnte jetzt auch einfach auf Zerg setzen mit meinem random Rumprogrammieren. Aber er wollte eine Revanche haben als Terraner. Also, gucke ich jetzt einfach mal, was er vorhat. Bin ich jetzt mal gespannt. Ich auch, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich wollte gute Ingame-Musik providen. Ja, ist auch gut. Das stimmt. Ah, vielleicht Apropos, übe ich mal Terraner oder sowas. ich habe ja Stimmt. den Stream, habe ich ja leise gestellt. Musik ist aber an, ne? Ja, die Hintergrundmusik ist an. Ich hoffe, soundtechnisch ist alles okay. Das hatte ich jetzt nicht nachgefragt, aber es hatte jetzt auch niemand sich großartig beschwert. Okay, dann schauen wir mal. Normales Geblänkel am Musik ist Anfang. an. Nice, sehr schön. Hervorragend. Genau, Jetzt okay, jetzt wird. kommt wieder die Expansion. Es ist eigentlich wieder. Ja, nee, es ist Standard. Sieht gut aus. Soweit. Warte, ich habe auch noch was für den Sound. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Ich habe nur abgebissen. Alles gut. Ah, man hat's nicht gehört, leider.
Schade. Ach ja, wahrscheinlich bin Müssen ich wir irgendwas irgendwie im Sound. rascheln oder so. Nee, ich meine, ich habe es selber nicht gehört. Also, ich habe es ja auch nicht durch dein Ach Mikrofon so. gehört. Okay. Okay, Adepten. Reaper ist schon da. Okay. Bisschen schneller diesmal, aber wahrscheinlich. Hier, dieses Mal hat das aber auf jeden Fall gesehen, dass dann Starport ist. Ja, das sollte also machbar sein. Ein Bam! Shot geht da los, ja, aber Raus ein mit Shot. dir! Das glauben wir dir sogar, Fenrik, das glauben wir dir Ich sogar. hätte längst geschrieben. Ja. Okay, nice. Bitte nicht anschreien. Okay, Expansion ist fertig. Stargate ist jetzt auch gleich fertig. Wahrscheinlich kommt. Oh, Phoenix. Okay. Das ist Es ja wird mal heute was alles anderes. ausgepackt. Es wird alles aus. Sag mal, ist das aber jetzt von den. Das ist das fünfte Spiel heute. Das ist das erste Mal, wo wir quasi eigentlich eine normale, in Anführungsstrichen normal. Ich finde es ja schön, wenn es chaotisch ist. Aber Expansion First quasi Ja. sehen, bevor hier der erste Push schon losgeht. Ja. Schon mal ganz nett. 27 Viewer, not bad. Ja, stimmt. Ich glaube, ich weiß gerade gar nicht, was mal unser Peak war. Wir hatten auf jeden Fall schon mal über 30 bei dem Stream hier. Also mit Ja, das Liga kann gut sein. 13 meine ich jetzt. Ja, ich denke auch. Ist doch Das hatten wir cool. auf jeden Fall schon mal. Aber ja, ich bin jetzt echt mal gespannt, was passieren wird. Ja, klar, also wir haben halt endlich mal eine Makro-Game. Generell finde ich es halt tatsächlich sehr. Sehr schön, dass irgendwie wirklich fast alle Spiele, die wir casten, also bei allen Spielern, es irgendwie so ist, dass sie wirklich versuchen, eigene, also andere Builds vorzubereiten. Also immer irgendwie ein bisschen anders zu spielen. Also quasi so, wie du das ja halt auch immer gemacht hast. Ne? Ich glaube, ich werde nächste Saison nur eine einzige Build spielen. Nur eine Build. Immer das Gleiche. Nur eine Total Build. langweilig. Total langweilig zum Casten. Nur eine einzige Build. Ich könnte mich Das. allerdings auch auf einen Kenrush in jedem Spiel einlassen. Hätte es jetzt gesagt, Fallgate oder sowas, dann wäre das halt Wings of Liberty Times oder so. Einfach jedes Matchup, jedes Game Fallgate. Auf Ja, geht's. Moment, 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 Moment. Ja, was heißt denn OTP? Over the Counter OTC kenne ich noch, aber OTP. Wer sagt denn, Achtung, vorgeht, wer sagt denn, dass ich Protoss spiele? Ich könnte ja auch noch Zerg spielen. Ja. Mir wurde gesagt, ich soll jetzt Zerg spielen. 12 Vom Pool Makro. Kollegen. Ja, das Problem ist aber, wir sehen doch, IEM, das hat ja nicht ganz geklappt. Das war ja ein TVT-Final. Ach, Also eigentlich musst du so. jetzt Terran spielen. Nein, das werde ich nicht können. Das ist dann ja auf jeden Fall. So. Nein, nein. Ich brauche was mit vielen Units, die ich mit A-Klick rüberschicken kann. Terran? Okay, Einfach Print. Goldfinger Rush. Siehste, Fenrik hat es schon gehört. Ah! Ja. Siehste, siehste. Der Adept kriegt auch noch ein bisschen Value, Nee, glaube oder? ich. Nee. Ja, ich meine insgesamt Waren halt die 6 vorher? Worker down. Aber das waren die von den Phoenix, ne? Aber guck dir mal an. Ja, das kann Wir sein. reden über 21 Worker-Vorteil. 21. Das ist schon heftig. Das ist schon heftig. 21 Worker Vorteil, ja. Also Geneigte ich könnte. Terraner würden jetzt sagen, also eigentlich ist es doch wie in jedem TPP. Aber Ja, ja. aber nicht so viel. Also 5, 6, okay. Ja, für eine Mule. Vielleicht auch mal 10. Aber aktuell reden wir ja hier von über 20. 20 ist Ja. definitiv zu viel. 20 ist viel. Tja, kam Rolli Boys. Ah ja, ich Banelinge finde ich übrigens auch geil, muss schon sein. Stimmt, ja. Wir dürfen ja auch keinem verraten, ja, bitte nicht weitersagen, dass ja Sentry weiß es ja, weiß vielleicht auch, worauf ich hinaus will. Grundsätzlich höheres MMR für mich erbracht hat als Protoss. Ja. Aber das, wie gesagt, das sagen wir jetzt nicht. Das sagen wir jetzt nicht. Bin ich So. immer noch ein bisschen böse. So, ich als eher Protoss-Spieler schaffe es nicht, dich auf ein gutes MMA von Protoss für Protoss zu hieven. Nein. Doch, Aber. ich müsste es nur befolgen. Ja, genau. So, was Ja, sehen nee, wir eigentlich? aber war Die schon. Phoenix regeln. Er hat noch nicht einen Phoenix verloren, muss ich schon sagen. Das ist alle Achtung. Ja, Also gute tatsächlich. Also. Control.
Und er scoutet alles, echt geil. Echt geil. Trotzdem muss man sagen, dass sich halt Imog ganz, ganz wacker hält. Klar, sieht nicht Was gut für ihn die aus. Army angeht. Was die Army Ja, angeht, was ja. die Armee angeht, ist es halt ganz gut, aber halt generell, ne, dass er jetzt nicht einfach irgendwie zerfällt oder so, dass er einfach irgendwie aufgrund des Multitaskings, des Harassments komplett den Kopf Also verliert. ich weiß nicht, ob ich das, da hat er jetzt echt Glück, ne? Ob ich das gut finde, mit Es ist Medivacs rauszufliegen. gewagt, es ist sehr gewagt. Jetzt musst du halt ausladen und dann würdest du auch nicht so viele Medivacs Mein ziehen. Gott! Ja, da war auch der Tank drin, ne? Mein Gott. Ach nee, da ist er. Oh. Ah, da ist er, ja. Kann man das im Prinzip sehen, was da. Okay, ich glaube, da sind auf jeden Fall eher Marines gestorben. Oh, habe ich gerade APM gesagt? Sorry, nee, ich meinte MMR. Das ist hier die totale Vernichtung übrigens zwischendurch. Ja. Da sind Charge Slots, da wird Ich geliftet, da wird find's geforcefiedelt. immer noch krass, dass immer. Immer noch 40 Army Supply hat, also immer noch eigentlich gar nicht schlecht steht. Ja, die Tanks stehen aber alle in der Basis rum. Ja. Ich meine, APM Black Goody hätte aber auch noch deutlich mehr haben können. Also, der hat jetzt Ja, 1100 natürlich. Overmans, 2000 Overmans. Der lässt locker angehen. Naja. Hat halt Inbase jetzt auch die Basis gesetzt. Verstehe ich eigentlich nicht ganz genau, warum, weil ich meine, so gesehen ist er ja am Drücker und so gesehen hat er ja Map Control. Er wollte überall Pylons hin, ne? Um alles zu Stimmt, sehen. ja. Witzig. Aber mal noch ein, zwei Basen wäre gut. Da überall, wo ein Pylon, einfach noch eine Basis daneben schmeißen. Zack, zack, zack. Einfach für später. So viel kann der Terraner gar nicht abreißen. Okay. Ja, ey, Army Lead, ne? Völlig krass, eigentlich. Ja. Hat auf jeden Fall Das. Army Lead, aber Haben wir ich meine, Storm natürlich fertig? ist. Ich hab's Bin ich nicht mir jetzt gesehen. ehrlich Kannst du mal gesagt nicht anklicken? sicher. Oh Gott. Okay, wahrscheinlich nicht, wenn er die zu Wahrscheinlich Argons nicht. macht. Nee. Ah, die fliegt da hinten rein. Hey, jetzt komm. Okay, nice. Aber die vierte ist auch im Bau jetzt endlich. Ja, ich meine, gut, wir reden von 10 Minuten, das ist schon okay. Wie kommt jetzt zurück? Ist er wieder umgedreht mit seinem Prisma? Nee, jetzt doch nicht. Also er kann sich noch nicht ganz entscheiden, wie er ihn jetzt zermatscht. Was macht er denn Ich da meine, jetzt? er nimmt immer eine vierte. Okay. So, er sieht den Move out, ich verstehe. Ah, okay. Ja, Ja, okay, das ist das natürlich. ist natürlich schlau gemacht. Also ich meine halt einfach, oh, aber trotzdem mit den Vikings den Warping gecancelt, weil er War Prism umgebracht hat. Da kann man da sein Zeug nochmal Nee. wegschmeißen, ne? Das geht gar nicht. Ja. Ich wollte gerade sagen, also es ist, in der Theorie war es halt schön gemacht, dann einfach halt wieder zurückgehen. Ich meine, Warping wurde ja gecancelt. Das heißt, er kann da halt einfach nicht, auf jeden Fall nicht pushen. Ich glaube, Blink ist nicht fertig. Storm ist jetzt angedrückt, plus 2 ist angedrückt. Beim Protoss zumindest. Nee, Hier Blink ist auf ist jeden Fall nicht fällig, nee. Aber Charge ist fällig. Und für ich den meine halt, ich Kollegen. sag's da halt immer. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube, die Charge Slots hätten da noch ordentlich was machen können. Aber man muss es ja nicht unbedingt sofort entscheiden. Hinten passiert nochmal irgendwas mit dem Phoenix. Okay, ein paar Worker-Kills. Schön und gut. Passt. Protoss jetzt mit Upgrade-Lead. Ja. Ja, Immer hat und gar keine sägt da eingedruckt, einfach ne? nur. Naja, sägt da einfach nur durch. Charge Slots. Good Ja, Unit. schade. Wir haben ein 2 zu 0. Ich wollte gerade sagen, schade, schade, keine Wir dritte haben Map. ein 2 zu 0. 2 zu 0. Mich schockiert der Verlauf gerade etwas. Ja, aber für die Spannung in der Liga ist es natürlich cool. Wenn man ehrlich ist. Weil beide gehen jetzt 2-2 und 5-5. Das wäre echt witzig. Ja, stimmt. So, nächste Runde. MC Gollum, Acid Burn. Nächste Series. MC Gollum gegen Acid. Ist Acid eigentlich da? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Acid, komm raus. Zeig dich. Asset. Hab ihn noch nicht gesehen. Der war gestern bei mir auf dem Stream und hat wieder Echt? rumgeheult. Ja. Ah, ich Ich war dachte, er noch hat da. doch abends die Zeit. Ja, er hat dann nur geschrieben. Also, ich habe ja immer die ersten 10 Minuten so an, ne? Und dann bin ich weg. Komme ich wieder, ist mein ganzer Chat schon voll.
Oh, StarCraft, ich schmeiß gerade alles. Ich habe schon wieder 12 Spiele verloren und ich bin 300 MMR tiefer und so ein Käse. Ich Und war dann war auch das nicht. auch noch ein IEM-TVT-Finale und keine Ach, Ahnung, ach, Protoss kann man nein. nicht spielen. Ich sag, komm, ey, Ein Junge. Protoss in Round of 8, was soll denn das? Er hängt jetzt einfach seine ganze StarCraft-Karriere an den Nagel. Seit ich Ach, Sid der Boy Acid. Stim kenne, habe ich Acid lieb. Okay, das kann ich nicht beurteilen, aber irgendwie hast du auf ihn gewartet, ne? Oh Okay. nein. Gab es da ein paar Oh. kleine Ey. Techtel, nee, Techtelmechtel nicht, was sagt man Techtelmechtel. dazu? Geplänkel, ein kleines? Ja, er ist ja auch ein Lieber. Er grundsätzlich ist er ja ein Lieber. Ist doch in Ordnung. Jeder ist ja, wie er ist. Alles gut. Sticheleien, ja. So, Jungs, Sticheleien. 180 zu 0 ist aber ein bisschen wenig. Also ich halte wieder dagegen. Bisher war es ja alles sehr gut ausgeglichen. Oh, 10.000 jetzt. Oho, 10.000 von Für Emok. Mist, Okay. für Mr. MC Stalker Only Gollum. Stalker Only. Ich bin mal Könnte der gespannt, ob er nächste das ja Pate auch wieder werden macht. oder so. Oder der Ich nächste bin MC. echt so gespannt, ob er das wieder macht. Könnte ich was auch Techtelmechtel. einballern? Du kannst gerne dagegen setzen, wenn du möchtest. Es sei denn, es obliegt dir nicht auf die Seite zu setzen, aber das würde ich dann machen. Ja, du hast da genug, oder? Bei mir ist nicht aufgelöst. Ich habe die Wette aufgelöst, dann refreshe bitte nochmal. Neue ist schon an. Und es sind doch schon die ersten 10.000 oder 11.000 sogar im Pott. Ich sehe gar keine Wette. Ja, also ich sehe die Wette tatsächlich. Also eigentlich Ich müsste sehe die eine auch. laufen. Die läuft jetzt schon. Also es haben ja auch schon welche gesetzt. Ja. Zwar haben drei Leute schon gesetzt und Imok hat 10. Ah, jetzt. TromTrom hat auf Acid gesetzt. TromTrom, Ehrenmann. Sehr geil. Twitch versagt. Ja, sowas haben wir auch schon Ehrenmann. gehabt. F5 hilft nicht. F5 hilft nicht. Stream komplett neu starten. Twitch einfach mal komplett hoch. Einfach den ganzen PC einmal runter und wieder hoch. Die Frage ist halt, auf wen du setzen würdest. Würdest du Er muss ja gar sozusagen. nicht mehr. Er Ja, muss okay, ja ist nicht auch mehr. wieder wahr. Ja. Weil wir haben aktuell. Genau. Ich wette, Emok 53 hindert zu ihn da dann 40. einfach. Emok hat bestimmt wieder irgendwas gehackt. Der will alle seine Punkte für sich ganz alleine haben. Geil. Genau, was Fendrik schreibt, ne? So eine Hotline. Haben Sie ja mal versucht, das Gerät. Ja. Ich weiß nicht, wo das geht. Ziehen Sie mal den Stecker. Was für ein Stecker? Na, den Netzstecker. Was? Ich soll das Netz. Genau, herrlich. Ach ja. Ach, herrlich. Ja, und wenn man auf Kanalpunkte klickt, geht es natürlich auch. Wer das noch nicht kannte, da kann man auch aufklicken mit Links, dann geht die Wette auch auf. Also dann geht Belohnung und Herausforderung auf und dann klickt man noch auf die Wette, die oben drüber steht. 68,32 haben wir jetzt. Das ist ja recht ordentlich für die Series. Halleluja, jetzt geht's um. 6 zu 2 Leute. Ich habe da halt die alte Wette gesehen. Aber jetzt ist Ah, jetzt. da. Okay, perfekt. Ja. Komm, lass uns starten. Ja, dann können wir ja in die letzte Series von Spieltag 4 reingehen. Ey, es wird cool. Genau. Wenn jetzt noch Acid auf 2 zu 2 kommt und MC Gollum auf 3 zu 1, dann haben wir richtig Action. Auf der anderen Seite muss man jetzt ganz klar sagen, Ah. das ist der erste Matchball für MC Gollum zum Master Ja. dieser Liga, weil alle anderen haben bisher 2 zu 2 und somit könnte er mit 4 zu 0 jetzt Meister der 13. Liga werden. Wir gucken. Übrigens ganz kurz, wir hätten ja eigentlich unterbrechen müssen, ne? Müssen wir dann wahrscheinlich nach dem Spiel machen. Nee, das machen wir zwischen den Spieltagen. Wir haben noch Oder zwei zwischen. Spieltage. Ah, ach so, ja, okay, nee, das können wir auch machen. Okay, dann machen wir das so. Dann unten links in Blau Protoss, MC Gollum. Genau, und wir haben oben rechts in Rot von Team Phoenix Mr. Acid Burn. Ich setze mal noch schnell auf Acid, damit noch mal ein bisschen was dagegen ist. Und, habe ich es noch Das rechtzeitig ist geschafft? gut. Ei, ei, ei. Ich habe nicht genügend Punkte. Wie soll ich nicht genügend Punkte? Hallo? Jetzt ist die Wette zu Ende. Scheiße. Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. Sorry, Jungs, ich wollte gerade noch Zähne reinballern. Jetzt kann TromTrom alles alleine gewinnen. Auch in Ordnung. Freut er sich wahrscheinlich. Nein, sorry. Was ist passiert?
Deine Arme kotzen mich Achso. an. Seine Arme. mein Problem war, ich hatte erst 10.000 eingeben wollen, habe dann aber auf 9 geändert und dann waren es 90.000. Aber richtig, ich habe aktuell nur 60.000. Dann wollte ich es zurückändern und dann war die Wette leider zu. Also Tromtrom, keine Angst, dein das Gewinn bleibt wie er ist. Das war peinlich. Wenn du gewinnst. Ich habe okay, 32.000, was soll denn das? Wieso habt ihr so viel? Ja, weil wir wetten immer dagegen und gewinnen. Ich sagen, ja. Oh, so, hier guck mal, Protoss 0 Gas links, 3 rechts und MC Gollum schon wieder mit seinem Proxy-Pylon. Aber der ist so richtig offensiv, ne? Einfach so mitten in die dritte Base rein. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich meine, dafür hat er ja aber auch sehr, sehr komisch angefangen, also mit halt einem Gate und dann. Er baut auch nichts. Nie zu, ne? Er baut auch nie zu. Das hat er letzte Woche auch nicht gemacht. Er sagt ja auch, wozu? Lass doch die Adepts kommen. Ey, ist mir doch egal. Ich kann mich ja an letzte Woche noch erinnern, ne, wo er den Terrana Ghost Proxy einfach mal weggeballert hat, indem er drüben alles aufgeräumt hat. Ja, das erste Match der Series. Also du meinst jetzt ja das Ghost. Ja, genau. Ja, das ist, Alter, nee, das ist... So, was soll ich sagen? Der Chrono boostet wieder Warp Gate. Ja. Wie letzte Woche. Und okay, Stalker ist wieder da. Und wir haben oben nochmal 2 Gates, ne? 4 Gates, Stalker wieder. Geil. Guck dir das an. Die Probe sucht auf der falschen Seite. Ja, Gott. Wieder genau das Gleiche. Und die Adepten. Okay, das macht er jetzt völlig richtig, weil er sieht ja, da vorne ist nichts. Er kann hochschaden. Die Frage ist nur, was passiert, wenn der Shade ankommt und bei ihm drüben die Stalker reinrutschen. Ich wollte nämlich halt auch gerade sagen, ob das halt einfach so ein Secret Bait ist, einfach zu sagen, hey, guck mal, ich wall ja nicht richtig, guck, mach mal Depths gegen mich. Das ist bestimmt, ich kann eigentlich nichts. Genau, ich kann eigentlich nichts. Komm, Jungs, komm einfach rüber, ich kann nichts. Also von daher. Ich kann das nicht verteidigen, das wird auf jeden Fall klappen mit Adepts und dann gehst du da rüber, stellst du fest, dass da irgendwie 4 Stalker sind und dann da auch nochmal 2 Stalker reingeworfen werden oder was auch immer. und dann steht er da mit 6-8 Stalkern auf einmal und macht dich einfach platt. Jetzt wird er die Adepten schön in Empfang nehmen. Naja. Können sich den Shade ausschenken. Der eine ist direkt weg. Gut abgefangen, oh Gott. Gut abgefangen. Senju, aber ganz ehrlich, in unserem Spiel haben die Leute auf dich gewettet. Also von daher, also ich muss ja nur surrounden, ist die Sache erledigt. Wahrscheinlich kriegt er 1-2 Probes, wenn es hochkommt. Ja. Theoretisch hat Acid Burn jetzt ja natürlich den Intel, was halt kommen wird. Gollum läuft mit allen zurück, das glaube ich halt, also. Das ist dann egal. Halt nicht so gut. Aber ganz ehrlich, an Acid Burns Stelle hätte ich hier einfach eher die APM genutzt, sofort ein Pylon gebaut, sofort 1-2 Shield Batteries gebaut. Aber jetzt wird es halt natürlich halt haarig, ne? Also es ist gut, dass er es so lange delayed hat, hätte eigentlich überhaupt nicht so sein dürfen. Aber wenn er jetzt deswegen. Shield Battery Overcharge. Er braucht kein Immortal, meine ich. Kein Immortal, naja. Aber das dürfte auch nicht reichen. Er kann das doch One-Shotten. Jetzt kommen da 10 Stalker gleich. 12. Naja. Oh Gott, mal sehen. Das sind viele. Sein Stalker Control ist eigentlich auch ganz gut. Macht er gut. So, jetzt, ich würde sagen, als Stalker Only muss das ja auch gut laufen. Es ist. Jetzt muss er. Ja, jetzt das Pilot. Ist halt eigentlich. Was ist I? I. Guck mal, er lässt ihn sogar den Immortal noch fertig werden. Immortal. Oh, das könnte auch sein. Immortal. Ja. Geil. Das ist schon krass. Wie, kein GG, nur I. Ich weiß, was Martin dazu gesagt hätte und ich darf es, glaube ich, nicht in diesem Stream wiederholen. Kollege, Acid, komm, du machst doch genau das Gleiche immer. Was ist los? Du musst es doch abkönnen. Das ist einfach das Spiel. GG, no I. No G. Komm, GG, von mir, no von mir gibt's ein GG. Eine Map davon entfernt. Warte Mr. Mal, MC, warte mal, ich der das? Liga 13 zu werden. Ja, interesting, yes, interesting. Ach, herrlich. No GG, was geht? Er ist Martin-Emote. Ich hab dem trotzdem halt einfach, obwohl er natürlich nicht online ist, obwohl er nicht da ist. Warte, warum waren die im Voice-Chat?
Hä, wieso waren die im Voice-Chat? Sind Sie die waren beide bei sicher Xing? im Voice-Chat. Sicher. Ah, sicher. Ist das, Sicher, sicher. kannst du das bitte in Anführungsstrichen nächstes Mal setzen? Ihr Hasskisse. Die Tastatur aus dem Fenster geworfen. Herrlich. Genau so war es. Und dann konnte er nur noch mit der Maus ausschalten und nichts mehr schreiben. Ja, ist gut. Ah. Mann, komm, Asset, Junge. Ah. Sein PC gleich hinterher, alles raus. Ach, Mann, auch Nee, Mann. das ist schon, ja, das ist halt, ja, das ist halt immer eklig. Das ich kann schon nachvollziehen, aber Also ich muss ja dazu, ich weiß nicht, wann sie es gespielt haben, ja. aber wir haben ja nun letzte Woche gesehen, dass er das andauernd macht, Ich Mr. meine, MC. wir haben ja den das eine Mal ja ausfallen lassen und es kann ja sein, dass Ja, sie dann da die restlichen Stunden gespielt haben. ist okay, gut. Aber auf der Aber anderen Seite ja. ist es, ja, sei es Ja, nee, drum. ist, ja. Next Map. Mal So, es sehen. gibt auch noch die alten Maps. Wie gesagt, ich habe ja auch nur die alten gespielt. Ja, eben. Da gab es die neuen noch gar nicht. Als ich meine Spiele fertig gemacht habe, auf die Daten C. Data C. Data C. Okay, okay, So, okay. dann 1-0 führend, oben rechts, der blaue Protoss, es ist MC Gollum. Der Stalker Only Man. So, Stalker und wir Only haben links unten hoffentlich seine Tastatur wiedergefunden. Man. Acid Burn vom Team Phoenix in Rot. Liegt 0-1 hinten. Aber komm, komm. Am Ende gibt es Data I. KTI. Fennec, du wolltest doch nur lurken. Ist schön, dass du dich aktiv beteiligst. Finde ich cool. Danke, danke. Nice, nice. So. Also sagen wir mal so, die Wettquote stimmt bisher auf jeden Fall. Das hatten wir aber am Sonntag auch. Ich kann mich erinnern, Finale. Auch ganz entspannter Sieg für Maru im ersten Game. Und danach gab es einfach nur noch, also Hau will ich jetzt nicht sagen, aber ziemlich krasse Games. Schauen wir mal. Das ist Ah, gut. stimmt, Blechfaust, da sagst du was, stimmt. Ich meine, MC Gollum, MC hat ja auch Stalker geliebt wie sonst keiner. Ist ja eigentlich Parting oder fast eher, naja. Ich weiß gerade gar nicht, wer vor. Nee, eigentlich, so gesehen ist glaube ich Parting nur dann groß geworden mit Stalkern, würde ich sagen. Also richtig groß geworden, als er den All-In, glaube ich, perfektioniert hat, oder? Also er hatte schon immer gutes Micro, so ist es nicht. Vorher war es ja natürlich sein Soul Train. Und ich glaube, erst später kam es dann wirklich raus, dass er wirklich auch unfassbar gute Stalker-Mitro hatte. Aber ja. Denkt dran, ihr müsst noch die Map finden, wo der Boost richtig kommt. Hast du uns letzte Woche irgendwas angekündigt? Kann das sein? Gott, ich bin alt, ich habe das bestimmt wieder vergessen. Er hat uns letzte Woche doch irgendwas gesagt, ne? Ah, ich komme mal gerade auch nicht drauf. Ich war schon Stalker-Gott in der Beta und den Nick hatte ich schon in SC2. Na, SC1, sehr gut. Ah, okay. Ja, perfekt. Ja, muss man halt sagen. Also Stalker Control wäre ja auch ziemlich gut. Tromdorn, das weiß ich. Und ich glaube, der Asset kann das auch einschätzen, auch wenn er es dann sieht. Wir mögen ihn alle und er soll auch weiter mitspielen. Ja, nein, Quatsch, alles gut. Ja. Ne? Also, wie gesagt, das macht es ja auch ein bisschen Spaß. Wie gesagt, und solange, ich bin ja ganz ruhig, solange er bisher habe ich ja noch nie gegen ihn gewonnen, müsste ich ja auch leise sein. Auf der anderen Seite, ich caste ja hier, was ich sehe. Er kann ja immerhin spielen, alles gut. Nee, also das ist irgendwie auch immer das ganz Coole, also wenn die Leute ja dann leidenschaftlich sind. Also ich meine, man muss halt auch einfach sagen, sie fühlen dann halt auch einfach richtig mit und wenn sie dann halt ansonsten, also wenn man halt weiß, wie es gemeint ist, ist absolut kein Problem. Aber es ist halt immer wieder eigentlich schön zu sehen, also ganz cool zu sehen. Wir haben übrigens eine Full-Wall, ne? Ja, tatsächlich, ne? Eine Full-Wall und dahinter. Oh, da kommt seine Oh, Charge-Shots wieder. okay. Bin gespannt, ob er dazu noch DT Darkshine. Oh, sind das drei Batterien? Zwei und ein Und Pylon. Pylon.
Man muss natürlich sagen, wenn du es schaffst, solange nicht genügend Stalker da sind, genügend Zealots, Chargers auf die Platte zu bringen hier und dann entsprechend Ja. die schön einzukesseln, dann könnte es interessant werden. Ja, also ich meine, man weiß ja natürlich jetzt in der Situation nicht, dass es halt nicht, also dass es ja anscheinend ein Charge Lord All-In sein wird. Wenn man es halt weiß, kann man ja auch vorne einfach prima zuwallen. Warte So mal. oder so kann es sich halt natürlich immer lohnen, eigentlich zuzuwallen und dann halt einfach hinten zu stehen und sich Zeit zu kaufen. Aber nochmal ganz kurz, warum baut er da draußen ein Gate? Ich dachte, da kommt eine Robo hin für ein Prisma. Ja, das hat mich jetzt auch ganz kurz gewundert. Einfach halt wahrscheinlich nur für Fast Warpen. Dass man dann halt Okay. nicht einfach von hier rüberlaufen muss oder so, dann spart man sich halt, weiß ich nicht, 10 Sekunden. Aber MC baut nur noch Einheiten. Das sieht schon gut aus. Und der Weg wird zugemacht. Ja. Also ja, er baut viele Einheiten, aber ich meine auf der anderen Seite, er baut halt immer noch Worker. Also wir haben 40 Worker zu 24. Ganz Naja. theoretisch ist das nicht gut für Gollum. Also es ist Oh, halt guck mal, da kommst du da irgendwo. durch. Da kannst du durchschäden. Wie geil ist Ja, das denn? stimmt. Oha. Okay, gleich hat er nicht mehr 40 Worker. Dann hat es sich ausgezahlt, dass er so viel verloren hat. So viel gebaut hat, weil dann kann er nicht ein paar verlieren. Das ist immer gut. Das Gas wird er maximal ausgeben. Ist eigentlich viel zu viel für plus 1. Charge ist durch, ne? Habe ich jetzt Ja, nicht okay, gesehen. tatsächlich, er baut jetzt halt auch plus 1 tatsächlich. Charge Der ist durch. Shade, wie. Charge ist Ja. unterwegs. Ja, nee, Charges ist durch. Plus 1 wird jetzt halt natürlich dann halt gebaut. Ja. Ich meine halt, je länger natürlich halt Acid Burn wartet, desto Aber jetzt mal eigentlich unter besser für uns. Gollum. Ja. Genau, jetzt mal unter uns. Siehst du irgendwo, ist ein Robo bei MC Gollum? Nee. Siehst du Achso, bei MC irgendwo? Gollum meinst du jetzt? Weil er braucht doch nur ein DT reinschicken. Die Sache ist Ja. erledigt. Auch Normalerweise wahr. hat er den auch immer dazu. Bei 4:30 DT. Ich sehe nichts. 5 Minuten. Okay. 5:30 DT. Was ist da los? Acid, das war die Riesenchance. Keine Robo, kein Stargate, kein gar nichts. Okay, Auf jetzt der bin ich anderen gespannt. Seite, warte mal, hat Acid Burn ihn irgendwie dazu verleiten können oder ist er selber einfach da hochgelaufen? Ja, er ist auch. Ich weiß noch nicht warum, ehrlich gesagt. Ja gut, die Warpins sind eigentlich so oder so jetzt schon instant lost quasi. Fast. Okay. Ich meine, sich jetzt tatsächlich so in die Lücke halt hinzustellen, wäre schon eigentlich ganz gut. Eieiei, wo kommen die ganzen Stalker her? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Jetzt rennt er nur weg, Schal, ey. Blink müsste jetzt fertig sein. Blink ist completed. Schon mal Blink, Micro. Okay. Okay, jetzt geht's los. Ich wollte gerade sagen, in der Situation ist das nicht quasi eher ein bisschen stylen? Ist das nicht eigentlich so, dass du. Okay. Okay. Ja. Okay, ich wollte Ja, gerade sagen, nicht jetzt kannst du vor. das machen. Jetzt kannst du das machen. 100 Pro sind die in dem, also im PvP kannst du sofort den Win holen, wenn dein Gegner so wie MC Gollum hier gerade Ja. überhaupt nicht. Ich sehe nicht mal eine Cannon. Ich meine, klar, du könntest eine bauen. Die Forge ist da. Aber das ist. Ja, klar, also ich meine, das ist ja genauso, wenn man halt hier sieht, Full Wall, es wird halt irgendwas Aggressives gespielt. Theoretisch kannst du hoffen, dass du noch früh genug halt ein DT rausbringen kannst, dann kannst du einfach den All-In, der kommen wird, selber einfach sofort umbringen. Oder halt natürlich anders, du kannst auch einfach sozusagen alles am Anfang neglecten und einfach sofort auf die Tees gehen. Also zum Beispiel, wenn man sich so einbaut, kann das auch sein, dass du ja auf die Tees gehst. Ne? Dann kannst du dich ja, dann kann man im Early Game nicht gebrochen werden. Hast halt sozusagen mehr Mineralien halt übrig, kannst besser techen und kannst dann halt auf die Tees gehen. Aber das ist halt eigentlich ein ziemlicher Tail zuzubauen. Also ein Tail, dass irgendwas Komisches kommt. Und dann muss ich sagen, hat MC jetzt wirklich Glück gehabt. Also Glück in Anführungsstrichen, weil als Tipp, also das ist jetzt Tipp, Acid Burn spielt das gerne, das macht wahrscheinlich auch jeder Zweite auf der Ladder. Da hättest du locker, oh, auch kein GG, aber hat er wahrscheinlich danach geschrieben, ist okay. Auf der Ladder, Ja, weil das Ding ist ja. DT ist kein Thema. Ich sehe immer Ja, noch keine genau. Detection. Ja, genau. Das Ding ist ja, die Tees, also Darkshine ist ja quasi completed, aber es gibt keine Detection auf dem Feld.
Also Und wir reden von nichts, 8 null. Minuten. Acht Ja, Minuten. genau. Das heißt halt, die T irgendwann vorher hätte halt einfach schon das Spiel einfach genommen. Also, MC Gollum, trotz allem Glückwunsch Ja, zu sehr schön. Mr. Stalker und zum Master in der 13. Liga. Wir haben ja noch einen Spieltag, Ich den wollte kommen gerade sagen, gleich. das hat er jetzt ja eigentlich gewonnen, so gesehen, ne? Hat er, deshalb schon mal Glückwunsch auf der Seite. Aber wir Ja. sind ja auch da, um Tipps zu geben. Nach 8 Minuten keine Detection im PvP ist ein bisschen risky, weil du hast auch nicht gesehen, was er hat. Herrlich. Ja. Habe ich jetzt eigentlich richtig geklickt? Oh Gott, ich habe gar nicht hingeguckt. Ich dachte gerade, oh Gott, alles klar, ich Ja, habe richtig geklickt. das geht mir auch so häufig. Puh, der war knapp. Okay, dann machen wir einen kurzen Break im Sinne von, wir wollen uns ja nach dem Spieltag hier, Mara ist ja fleißig am Eintragen. Ich sehe schon, Trom ist drin. Ja, genau, dann kann ich ja Der auch nebenbei. PM ist drin. Und du machst einmal die Werbung unserer Sponsoren an. Ja, nee, dann Und mache ich die jetzt mal an. Dann bis rechts ist gleich, das Layout. würde ich sagen. Genau. Genau. Ja. Bis gleich. So, da sind wir ja wieder zurück. Layout fast geändert. Ja, so sieht's aus. Wir haben in Liga 13 nochmal herzlichen Glückwunsch den Master, Mr. MC Gollum. Eine Map ist ja gedroppt. Mal gucken, ob noch was dazukommt. Das ist dann Imux Aufgabe gleich. Ansonsten haben wir auf der 2 TromTrom, auf der 3 APM und auf der 4 Imog alle mit 2 zu 2, nur eine Map Unterschied. Das ist richtig knappe Kiste gleich. Und APM spielt auch noch direkt gegen TromTrom. Also wir haben direktes Duell um Platz 2. Plus Imo kann sich auch noch einmischen, wenn er den Meister der Liga schlägt. Und leider Gottes, ihr seht es schon, ich war jetzt selber auch ein bisschen überrascht gerade, gibt es am 5. Spieltag einen Death-Win für Acid. Die spielen also den 5. Platz und 6. Platz leider nicht aus, obwohl sie gleichen Map-Score, gleiche Punkte haben. Das ist ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin, weil das wäre wirklich interessant geworden. Aber okay, dann haben wir halt Acid auf 5 und Fatboy Stim auf der 6. Was auch immer dahinter steckt, keine Ahnung. Freewin zählt als 2-0, ja. In dem Fall ja. Also, ich glaube, Mara wird so eintragen. Ganz genau. Okay, aber dann freuen wir uns auf zwei extrem spannende Matches der vier Top-Leute der Liga. Und ach so, wollen wir, was hältst du denn davon? Ich weiß ja nicht. Könnt ihr das direkt eintragen? Das macht Maralekos, der trägt das direkt ein. Was hältst du denn davon, Sentry, wenn wir erst MC Gollum gegen Imog casten? Dann haben wir noch ein bisschen mehr Spannung für das zweite Match. Ja, klar, Ja, wahrscheinlich können wir machen, ne? Um halt den zweiten bzw. dritten dann das wird cool. halt zu festzulegen. Oder halt, um den Druck auf die anderen beiden zu erhöhen. Das Spiel ist schon gespielt, das weiß ich selber. Falls Imog jetzt 3-2 geht, das wäre auch cool. Ha! Komm, das Ja, machen wir. nee, Das machen wir. können wir machen. Habe ich nichts gegen. Wir sind ja gerade sowieso auf, wie sagt man so schön, auf Mr. Stalker Only MC unterwegs. Und vielleicht, wir hatten jetzt Imog zweimal Terraner, dann hatte ich dreimal Zerg gegen TromTrom. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich auch zwei oder dreimal Protoss
gegen MC Rowan Ja, sehen. eben. Also es könnte ja sein, dass es ja jetzt ja random Emog nur noch Protoss würfelt Wird oder lustig. sich reinhackt. Ja, über die Saison gesehen gleicht sich's halt wieder aus, ne? Das ist interessant. Ja? Ja. Okay. Ja, wir, natürlich, wir sind ja die Castle. Wir können das ja frei entscheiden, in Anführungsstrichen. Und alle sind ja da. Und ich finde das einfach cooler, wenn wir jetzt erstmal gucken, ob der Immok den Master schlägt. Das wäre ja auch schon mal eine Ansage, um sich auf den zweiten Platz zu setzen und dann eine Ansage für die anderen beiden zu machen. Okay, achso, also wir fangen mit dem jetzt schon an, ne? Dann lass mich mal ganz schnell Ja, ich wollte gerade sagen, kannst ja da. noch Wette machen und dann. Ich mache eine Wette. Muss ich auch nicht viel ändern, weil MC steht schon drinne. Jetzt muss ich nur Ja. Immok einsetzen. Habe ich. Also Leute, vorletzte Series in der siebten Saison für Liga 13. MC Gollum gegen Immok. Es geht um nichts weiter Oh, sehr schön. als Oh, das ist den sogar zweiten. der. Sehr schön. Ja, das ist sogar der aktuelle Patch. Das ist ja schön. Das ist ja cool. Woran siehst du das? Ach, du musst nicht neu laden wahrscheinlich, Ja, ne? ich muss nicht neu laden und man sieht ja jetzt wieder Profil und alles von den Spielern, also Name und Profil der Spieler. So. Oben links, Okay. wir haben es. Ach nee, das ist ja MC Gollum und nicht Emog. Aber Mach halt. trotzdem, okay, oben links. Wir haben MC Gollum im Blau als Protoss. Und wie von uns prophezeit, haben wir unten rechts auf der 5-Uhr-Position den roten Protoss, Imok. Jawohl, unser Random-Spieler. Ach, das musste ja kommen. Das war so Yes. klar. Und Und er jetzt, macht auch keine Fool Wall tatsächlich in ich einem wollte gerade PvP. fragen, was ist das? Du weißt doch, dass er Protoss ist. Was? Ja, Ey, die. aber Emog ist halt natürlich auch wieder, ne, kein Wall in gegen kein Wall in. Mal sehen. Auf der anderen Seite, weißt du, direkt mit offenem Visier macht doch am meisten Spaß, ne? Komm So ist her, es. komm und zeig, was du kannst, und dann bin So ich ist dran. es. Ah, cooles Ding. So, ich matche natürlich, falls niemand anders da ist. Bisher haben wir 3100 auf MC, was ich verstehen kann, aber unterschätzt mir den Immok nicht. Ich habe das selber auch schon erfahren dürfen. Ja, es ist kein Zerg, aber Das ist abwarten. halt echt wirklich wild. Beide sehr spätes Gas. Also Imog halt natürlich noch viel später, aber ich meine halt beide sehr spätes Gas, hatten beide nur Einheit drin, jetzt zwei. Imog nimmt immer noch kein Gas. Wollte gerade sagen, es wird doch jetzt irgendwann gleich eine Expansion halt auch kommen. Auf jeden Fall schon eine absolut wilde Build-Order von Imog. Und jetzt kommt gleich hoffentlich der Nexus. Genau. Perfekt. Okay. Zweiter Pile nicht in der Mineral Line. Wieder nochmal gefährlich. Ganz ehrlich, MC baut kein Stargate, baut keine Oracles, braucht er nicht. Also, Ist auch wahr. wenn ich was Hast gelernt du habe, recht. brauche ich keine Angst haben. Hast du recht. Das stimmt. Ja. Einfach, ich würde einfach alles skippen. Nur Immos bauen, Immo only oder so. Genau. Naja, vielleicht ein, zwei Sälle zum Tanken, aber ansonsten kann man das ja. Oha, da Mit kommt da einem wieder der. Gas im Gesicht. Ja, brauche Nein. ich nicht, habe ich schon. Weg damit. Zwei Gates wieder, gleiche Bild wie eben in Map 1 bei Acid. Und vier Gate Pressure, Stalker only. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Ich wollte gerade So, was sagen, haben wir? also das. 1:48. Es traut sich auch keiner mehr gegen MC zu setzen, ne? Ist ja der Wahnsinn. Also ich setze gleich noch Geld, damit ihr was gewinnen könnt. Ist kein Problem. Diesmal versemmel ich es auch nicht. Ich kann ja schon mal vorher setzen, dann musst du das auflösen. Oh, jetzt hat einer gesetzt. Ach komm, 10. Patrone. Komm, wir machen mal so, dass Also wirklich. wir. Oh, was jetzt passiert? Jetzt hat Fenrik gesetzt. Ah, jetzt geht's. Gut, dann breche ich wieder ab. Fenrik hat gesetzt. Danke, Fenrik. Nice. Wieder die Quote. Schönes. 12 auf ihm. Okay. Ist aber, da traust du dich aber richtig, Senju, du. 12 Dinger. Ich habe jetzt tatsächlich leider nicht nachgeguckt. Ja, okay. MC Emog hat nicht wirklich gescoutet oder nicht wirklich ein Intel eigentlich. Überhaupt nicht, was auf ihn zukommt. Und jetzt wird Also ich meine, wenn das nicht irgendwie durch Cast, durch sonstige Sachen, wenn das nicht irgendwie, keine Ahnung, durch die Blume gesteckt bekommen hat oder so,
Was auf ihn zukommt, weiß er es theoretisch eigentlich nicht. Ich würde halt gerade sagen, vielleicht spart er sich ein bisschen Chronoboost für Robo und jetzt Immortal, einfach als quasi Blind Counter. Natürlich sind das ein bisschen zu viel Chrono eigentlich, als dass es gut wäre. Und da sieht man halt eigentlich schon, dass der 4-Gate hittet und das ist halt eigentlich schon jetzt Aber er hat auch spielentscheidend. gescoutet. Wenn ich Imo komme, scoutest du denn nicht, Junge? Ja, ich weiß, das ist richtig. Aber scouten. Ah, okay. Ja. Wozu brauchst du einen Observer? Hä? War das ein Missklick? Okay, jetzt kommt der Imo. Ja, da kannst du knicken. Ja, verstehe ich. Ich meine, irgendwie PvP ist halt doof. Also halt, keine Ahnung, man fängt halt einfach an, die gesamte Zeit tatsächlich Imo, solche hallo. Strategien zu spielen. Hallo, Imo? Man muss Alle halt Liga. sagen, trotzdem, MC ist Micro ist auch echt ziemlich gut. Also auf der Liga oder in der Liga erwartet man ja meistens eigentlich, dass die Leute irgendwie gemischt spielen. Also sie können irgendwie Micro und sie können irgendwie Makro, aber man sieht halt immer irgendwelche Fehler. Und tatsächlich, MC Gollum ist mit Stalker Control echt gut. Also merkt man schon, dass er schon anscheinend seit Brood War Spielerfahrung hat. Aber er hat das erst gescoutet, oben, ja, mit der Probe, ist mit der Probe dann zurückgefahren, quasi, und hat dann logischerweise, also das ist logisch, er hat auf jeden Fall dann gesagt, okay, ich baue wieder mein 4-Gate, er hat eigentlich darauf gewartet, was der Gegner macht, und dann durchgezogen. Aber ganz ehrlich, wenn man das selber probieren würde, ich weiß nicht, ob man so einfach, das hört sich mal so simpel an, ja, machst du 4-Gate, Stalker-Brecher, kein Thema. Wenn ich das versuche, sind da auf einmal schon zwei Immortals und das sind schon sechs Stalker. Ich weiß nicht, wie ihr das so schnell hinkriegt. Das ist schon, ich finde das gut. Ist halt, ja, nee, ist auch Übungssache. Man muss halt natürlich auch möglichst schnell und effizient spielen, ne? Also, so ist es Absolut. nicht. Das stimmt. Absolut. Und halt Ja, gerade in einem PvP ist halt so das Problem, wenn ein Gegner nicht richtig scoutet, wenn er kein Intel hat oder so, dann stirbst du unglaublich schnell gegen 4-Gate. Das stimmt schon. und der Kollege Senju sagt gerade noch, der Observer war der Scout. Ja, das ist das Problem. Da war ein bisschen sehr Ja, spät. naja. Da Ich wollte gerade waren die sagen, Stalker. wenn man halt sozusagen Scouting oder allgemein sowas halt komplett vernachlässigt, sage ich jetzt mal, muss man halt einfach komplett safe spielen, ne? Also dann, dass man halt irgendwie auf jeden Fall gegen alles standhalten kann. Aber ja, PvP ist halt, na, ähnlich wie Zizi oder halt auch generell Mirror Matches, ist halt immer schwierig also in einem Mirror gegen die Main Race des anderen sozusagen halt zu spielen. Du wirst Das so mache ich schnell übrigens. einfach zerpflückt, also. Ja, Imok, das mache ich übrigens auch nicht. Das mache ich auch nicht. Mal schauen, ob ich. Und wir haben es tatsächlich komplett gecallt. Es ist natürlich ein PvP. Was soll es denn auch sonst sein? Unten links, Imog, Herrlich. random, hat seine Hex ausgepackt, hat sich gedacht, ich nehme jetzt wieder Protoss. Dieses Aber er hat Mal die klappt Farbe es. getauscht. Er hat die Farbe getauscht. Er Wie hat die geil. Farbe getauscht. Und jetzt Eieiei. habe rechts oben der Master der 13. Liga, Mr. MC, Stalker Only Gollum in Rot als Protoss mit der 1-0-Führung. Und auf der optional vielleicht letzten Map der Season für ihn zumindest. Und auch Imok. Schauen wir mal. Ja. Imok spielt die ganze Zeit Mirror-Matches, ja. Das ist echt lustig. Gamorg läuft schon sofort mit der Probe rüber. Okay. Es war. Ja, ne? Ja, doch. War schnell. Hat aber eigentlich nichts Bösartiges vor, erstmal. Aber MC Gollum ist, glaube ich, ein bisschen paranoid. Guckt ein bisschen so an. Okay. Was macht er? Aber anscheinend nichts Bösartiges. Ich wollte gerade sagen, Imog nimmt wieder wie heißt das? Homöopathisch? Pathisch, pathisch! Oh ja, du hast recht. Gas, indem er einfach kein Gas nimmt. Jetzt nimmt er halt wieder ein bisschen Gas. MC Jetzt die Gollum. Bild, wo MC Gollum erstmal eine Basis baut. Hä? Ah, stimmt, ich wollte gerade sagen. Kapitän ist Vorkor. Vorkor. Ja. Ich Alles wollte gerade cool. sagen, entweder komplett Gas geben und alles machen oder vor tatsächlich einen Nexus bauen. Ja, und komplett anders. QE-Design. Oh, bumm, da ist er weg. 1-0.
Für immer, was die Probst angeht. Mhm. Aber Bürger 2020. Siehst du, Blechfaust, siehst du, kannst mich verstehen. Ah, ist immer wieder lustig hier. Eieiei. Ja, lustig hier heute. Niemals ehrlich rechnen, niemals schwierige Sachen im Stream sagen. Es geht immer schief. Ja. Okay. Ich erwarte eigentlich. Ah, ne, diesmal logisch. Chrono boostet er natürlich seine Pups. Nicht den Warp Gate, das macht er dann auch immer. Ist doch in Ordnung. Ja, Imok anscheinend ein bisschen verängstigt. Oder beziehungsweise dieses Mal, glaube ich, will er auf jeden Fall scouten. Baut halt ein Sentry relativ schnell, um dann halt wahrscheinlich schnell scouten zu können. Nehme ich mal an. Gut möglich. Ja, dann sieht es halt aber auch wieder hier Chrono Boost. Wird leider nicht optimal genutzt gegen halt MC Gollum, der es dann halt relativ gut nutzt. Schon 3 Worker jetzt, 5 Worker Unterschied. Wahnsinn, ne? Ist so schnell. Die zweite Basis steht halt auch schon, ne? Obwohl eigentlich MC Gollum ja eh schon einen Worker verloren hat. Ne? Das heißt, ich will zwar nicht den Teufel an die Wand malen, aber das, je länger das geht, habe ich das Gefühl, desto besser ist es eigentlich für MC Gollum. Jo. Jetzt kommt wieder seine Twilight mit Blink sicherlich. Ja, klar, nee, natürlich. Er hat halt eine schnellere zweite, hat deswegen halt auch mehr Probes, aber nutzt halt natürlich auch seinen Chrono Boost, ne? Also jetzt sehen wir halt Chrono Boost, aber du hast jetzt halt 128 Energie. Und er hat halt tatsächlich. Da hat er jetzt einen Chrono Boost, aber ansonsten hat er keine Energie eigentlich gehabt. Der ist gleich wieder weg, glaube ich. Genau, was hat er gescoutet? Im Prinzip hat er gescoutet, okay, im Prinzip den ganzen Tech, das ist schon mal ganz gut. Soweit, so gut. Aber ich meine im Prinzip, wenn man halt das schon sozusagen sieht, wenn man halt rüberfliegt und an der Natural mehr sieht als alles saturiert, er das schon. Oh, scheiße. Wow. Supply-technisch sieht das noch ganz gut aus. Also Army tatsächlich, also Imok hat halt sehr viel. Wäre auch mal so ein Gag, du ziehst einfach, sobald deine zweite steht, alle Worker von der Main darunter und wenn der Gegner vorbei scouten. Ja. Oh, scheiße, was ist jetzt los? Warum hat er so viele Probes da und ihn schön reingelegt? Man munkelt, dass das ja auch im CVC ja eigentlich häufig mega wichtig ist, zu vertuschen, wie viele Worker oder wie wenig Worker du eigentlich hast, dass du halt einfach wirklich tatsächlich einfach irgendwo Worker ziehst, die einfach irgendwo hinstellst, um zu sagen, haha, ich hab ja hochgedroned, ne? Moment, ganz kurz, kannst du mal da oben in die Main gehen? Ist da eine Robo? Ist das ein Robo? Ja. Was ist los? Was ist denn jetzt los? Darf er gar nicht. Verboten. Eine Robo? Also sorry, da müssen wir jetzt eigentlich müssen wir jetzt eine gelbe Karte rausholen. Strike. Also kannst du keine Robo spielen? Geht doch nicht. Was soll denn das? Nein. Also aber ich meine halt, keine Ahnung, also solange er weiter Stalker baut und da jetzt vielleicht nur ein Observer kommt oder so, ist es ja noch irgendwie legitim, finde ich. Er hat das Spiel natürlich nach dem von Acid Burn gehabt und nee, ja, da kam ja kein DT. Der Witz war, Acid hätte wirklich mit 9 Minuten mit 3 DTs reinlaufen können, an jede Basis und hätte wahrscheinlich 30 Worker geschnetzelt. Ja. Unfassbar. Gut, ich meine, so viele DTs hätte er nicht bauen können, weil er nicht so viel Gas hatte, weil er sehr gasarmes gespielt hat. Aber grundsätzlich, klar, die Idee auf jeden Fall. Ja. Okay. Ja. So, du musst aber jetzt Immortals durchchronen. Ach, jetzt kommt Chargeshots. Auch interessant. Mhm. 2 Immortals. Okay. Ah, muss ich aber sagen. Also ich meine halt von den Workern her und so, das hat jetzt Imo gut aufgeholt. Seine Army tatsächlich etwas größer und eigentlich auch ein bisschen besser durch die zwei, durch die zwei Immortal. Solange das Spiel noch nicht fertig ist, ist das hab gut. Habe ich ihm also ein bisschen Unrecht getan. Bitte nicht hochrennen, danke. Aber ich meine, MC Gollum hat er jetzt ja schon Bling. Warum kämpfst du halt denn ohne deine Stark? Wahrscheinlich wird das Prisma als erstes rausgenommen. Ah, gar nicht mal. Es gibt auch keine Sheet Batteries hinten.
Ja, warum Und nicht? jetzt klatschen halt natürlich die ganzen Immortals halt auf die Stalker und sterben dann halt natürlich alle. Schöne Kiste. Sieht gut aus. Ja, Ist machbar. der Immortal müsste halt einfach mal sterben. Ja, aber er müsste doch einfach mehr schießen, anstatt mehr laufen. Ja. Aber er hat ich sich da meine, relativ halt weit eingebracht. Er hat sich da weit... Ah, ist schade. Ein müsste halt bisschen... nicht... Ja, okay. Ah, das ist ja gut. Das Junge, funktioniert... Mann. Es war machbar. Es war machbar. Es war wirklich machbar. Du hattest echt eine gute Position, glaube ich, gerade gearbeitet. Ja. Da bist du zu schnell reingegangen. Also dadurch, dass halt tatsächlich MC Gollum nicht seine Worker gezogen hat, was du ja normal machen kannst, ne? Weil Worker kriegen ja viel weniger Schaden durch Stalker. Ist auch Und wenn unfair, du dann halt ein bisschen Meat Shield halt hast. Also ich muss sagen, dass die Sonne da mitarbeitet, finde ich auch ein bisschen unfair. Ja. Ja, ehrlich. Eigentlich darf er das nicht. Ja. Er hat es gut gehalten. Auf der anderen Seite, wie gesagt, man hätte wahrscheinlich mehr rausholen können. Die dritte im Hintergrund, die hättest du auf jeden Fall auch bauen können. Das wäre Ja. gewesen. Boah, jetzt So, baut der jetzt schon eine vierte. dritte und vierte baut er jetzt. Ist das geil. Ja, sagt sie auch, ja. Eine Quotenprobe. Eine Quotenprobe. Ich meine, du hattest doch einen Sentry. Da hättest du doch auch theoretisch immerhin mal ein Guardian Shield schmeißen können. Oder war das Sentry schon weg? Oder wo ist das geblieben? Habe ich das vermisst? Es war, glaube ich, relativ lange noch. Also, es war relativ lange da. Also, ein bisschen Guardian Shield hätte da rauskommen können, ja. Okay, jetzt haben wir halt da die dritte. Army-technisch ist jetzt halt leider MC Gollum ein bisschen weiter vorne. Allerdings halt natürlich Stalker only. Okay, nein, er hat ein Immortal. Völlig krass. Das wollen wir eigentlich nicht sehen. Also bitte nicht abbrechen, sondern kämpfen. Kommt einfach rüber und los. Das kann man auf jeden Fall fighten. Ja, also ich meine halt, je nachdem, ja, okay, ja. Donated ein paar Einheiten, okay. Oh, den Immortal zu snacken wäre natürlich toll gewesen, aber... Ich glaube aber, dass Immo keinen Blink hat, ne? Nee, ich meine, du kannst ja trotzdem versuchen, mit ein bisschen Micro halt hinterher zu kommen. Okay. Ich meine halt letzten Endes, wenn er halt nach da oben geht oder so, und die Army sich halt splittet, kann sie sich halt irgendwann hier erst wieder treffen. Ja, okay, verstehe. Also ein bisschen was hätte man halt rausholen können, aber es ist absolut in Ordnung. Dead Even im Prinzip im Supply, MC Gollum ein bisschen stärkere Armee. Dafür tatsächlich Emog mehr. 3-1. Aber halt die Upgrades natürlich tatsächlich für MC Gollum auch noch, ne? Also größere Armee und Upgrade Lead. Ja, aber und gleich 3. Und jetzt bald halt auch, also halt 4 Basen statt 3. Wie sieht's er halt gibt hier auch echt aus? Sehr viel aus, ne? Okay. Echt gut, ne? Wir haben 10, 15, 70 zu 260. Also das ist echt gut. Also machen sie beide echt gut. Also wenn Geld da ist, wird ausgegeben. Das ist schon mal cool. Ja, ne, ist gut. Ja. Wird nicht so gefloatet. Das ist schon geil. So, jetzt baut Immok 2 Forge gleichzeitig. Okay. Oh, jetzt ist natürlich wieder aneinander vorbeirennen, ne? Aber es gibt ja zum Glück Recall. Aber das Problem ist halt natürlich, dass du nicht deine komplette Armee recallen kannst, ne? Ja. Und wenn. Ich würde auch sagen, er geht rein. Er kommt zurück! Nein, ey! Er kommt zurück. Ich meine, das hätte ich. Ja, ich wollte gerade sagen, hier noch die dritte abreißen, die dritte fallen lassen. Wäre doch eigentlich super gewesen. Und dann kannst du halt zurückkommen. Ich meine, was du halt. Oh, jetzt kriegt er die für Frieda! Was ist da los? Ja. Okay, das ist ein guter Fight. Bis jetzt zumindest, aber jetzt kommt die Main Army. Guardian Shield ist direkt an. 4 Immortals mich stehen vorne. Mich wundert, dass da nicht sofort schon ein aggressiver Blink halt kommt von Gollum. Weil normalerweise hat er das ja wirklich sehr gerne gemacht und hätte einfach blinken können. Die genauso wie jetzt hat die Immortals rausfokussen können. Er hätte den Fight deutlich besser gewinnen können. Aber trotzdem, er gewinnt so oder so den Fight. Nimmt jetzt auch noch den Immortal raus. Naja, das ist. Ich fürchte, das war's. Also ich meine, klar, Immok hat jetzt halt natürlich auch noch eine dritte Basis, genauso wie MC Gollum. Hat immer noch mehr Worker, und aber jetzt halt der Unterschied... Der Verzweiflungsraptor kommt jetzt. Jetzt kommt's, jetzt geht's los. Oh, aber ich muss mal sagen, der muss dreimal extrem hitten. Ja, ja, das. Bevor die Armee weg ist. Ach so, ja, bis die Armee weg ist. Ja, aber ich meine, ich würde sagen, zweimal gut hitten und dann ist er eigentlich wieder gut drin. Das würde dann schon reichen.
Okay, gucken wir mal. Also, wer springt nicht seinen eigenen Sorger? Komm schon. Wander. Okay, okay. Männer könnte jetzt. Okay, einer. Ja, aber da ist er down. Und da ist er direkt weg. Ja, ey, macht das echt gut, ne? Okay, jetzt immer pullt tatsächlich Worker, so wie man das eigentlich normalerweise auch machen sollte. Aber eigentlich kann er zurücklinken. Aber relativ wenig. Also die Stalker hätten, glaube ich, alle ein bisschen besser angreifen können. Ich glaube, Imok hat halt immer noch, er hat halt immer noch keinen Blink. Ja, oh, die armen, Worker hier. Jetzt haben wir 50 zu 25. Doppeltes Worker, doppeltes Army Lead. Es sieht nach einer sehr eindeutigen Angelegenheit aus. In dem Fall jetzt wieder, wo es viel länger war. Und da haben wir GG. Ja, also ich meine, in dem Fall kann ich halt auch gut verstehen, dass er da noch ein bisschen länger halt drin geblieben ist, weil er hat ja die dritte abgeräumt und er wusste ja nicht, dass es da halt eigentlich noch eine vierte gab, also dass die dritte eigentlich die vierte war. Und ja, nee, kann ich auf jeden Fall verstehen. Also müssen wir im Nachgang, und das kann man ja ruhig mal sagen, auch dem Tromtrom gratulieren, der als einziger jetzt in der Liga 13 dafür gesorgt hat, dass MC Gollum keinen clean Wash-Up für die gesamte Liga gemacht hat, sondern eine Map hat er gedroppt gegen Tromtrom. Nochmal, ja, nicht schlecht. Ein Applaus dafür. Und natürlich trotzdem an MC Gollum viel Erfolg nächste Saison. So aufgelöst habe ich schon. Genau. Wir haben Sunny Sira hat gewonnen. Guck mal an, wer ist denn Sunny Sira? Habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Aber schön. Okay, und jetzt haben wir das, was vielleicht zu erwarten war, aber wir wollten es erstmal sehen. Jetzt haben wir wirklich das absolute Endspiel um Platz 2, um Platz 3. Beziehungsweise, warte mal, ich vermute mal. Ja, doch, Platz 2 und Platz 3. Ich weiß jetzt nicht, ob, wenn jemand 2-0 verliert, ob er da mit Imok gleichzieht oder nicht, aber das müssen wir jetzt auch nicht ausrechnen, das ist ja wurscht. Das ist ja auch jetzt wurscht. Wie entscheidet sich, wer in die Relegation muss, Maralikos? Na, wir haben erst Punkte, dann Mapscore, dann direkter Vergleich. Und wenn Acid gegen Imok gewonnen hat, was er ja hat, und das ist wirklich schade. Ja, das ist wirklich schade. Jetzt hat Fatboy Stim leider Gottes durch diese 2-0-Aktion, ja, also Acid wird dann damit wahrscheinlich sogar Vierter, wenn ich das richtig verstehe, und Imok wird Fünfter. Ja, und genau so ist es auch. Das steht jetzt schon fest, steht auch schon drin. Das ist wirklich ein bisschen Das ist bitter. Aber gut, was willst du anders machen? Wir haben F5 schon gemacht. Es ist so. Schuhgröße. Ja, direkter Vergleich ist es in Anführungsstrichen. Okay, also. Wir machen trotzdem für die letzte Series zwischen APM Like Goody und Mr. Tromtrom eine Wette auf. Die 5 Minuten laufen. Es geht um Platz 2 und die Relegation gegen Liga 12. Und dann schauen wir mal. Da, warte mal, APM Like Goody hat, jetzt muss ich mal selber gucken. Das wäre ja der Knaller, wenn nochmal APM hat gegen Acid 2-1 gewonnen. Okay, also selbst wenn APM 0-2 verliert, bleibt er vor Acid Burn. Dann hätten nämlich 3 Leute. Aber warte mal, APM hat wiederum gegen Imok auch 2-0 gewonnen. Genau, also okay. Also APM bleibt auf jeden Fall vor Acid und vor Imok. Das steht fest, selbst wenn er 0-2 gegen Tromtrom verliert. Und Tromtrom hat eh einen besseren Map-Score. Von daher sollte er auch vor beiden bleiben. Von daher, ich wusste es auch schon, nachdem Tromtrom Rom war. Ach, die freuen sich hier schon. Blechfaust. Aber hey, hör auf zu spoilern. Woher willst du wissen, dass du Zweiter wirst, Blechfaust? Du kennst doch die Ergebnisse von unserem Spieltag noch gar nicht. Aber ich bin gespannt. Naja, egal. Genau, könnte ja auch Senju sein.
Oder Affenlatte. Also, es wird auf jeden Fall spannend. Ich rechne herum. Hör auf, so viel zu rechnen. Lass uns gucken. Würde Also. sagen. Ja, also hast du schon Wetter gestartet? Wette ist schon bei 3:30. Ja, okay, dann gehe ich ja mal fix ins Game rein. Wir haben schon 10, nee, 30 Punkte auf TomTom gegen 0 von APM. Oho. Leute, es ist die letzte Vorhersage für Liga 13. Haut mal richtig raus jetzt. Ja, da haben wir jetzt einfach Bobby ist ja wieder da, ne? Also APM Le Goodie. Jawohl. Richtig. Sehr Du gut, und da legst haben los. wir ihn ja sogar auch. Unten rechts, da haben wir ihn, APM Le Goodie vom Team Hilly. Als roter Protoss. Und hier oben in Blau, als Terraner, Mr. Himself, TomTom. Sehr gut. Okay, jetzt gibt es richtig Punkte links und rechts. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So So, muss das sein. heißt, ich hoffe übrigens, Fußball war gut. Fußball ist Unsere vorbei. StarCraft, also ich dachte, keine Ahnung, ich meine, APM Le Goodie ist doch wieder da, oder nicht? Ja, dann haben wir es ja genau richtig gemacht. Wir gewartet haben bis zum Schluss. Ja. Ja. Aber gut. 50k! Er hat 50k gemacht. Soll ich okay. Jungs, es ist eure Chance. Zieht dem Fenrak die Hosen aus. Los geht's. Jetzt geht's ab. First World Problems. Siehste, habe ich doch ganz genau. Ja. So, ja. Meine Quote, Oha. Patrone, die Quote ist völlig im Eimer. Moment, das muss man jetzt auch nochmal ansehen. Wie steht es denn hier gerade? Wieso sehe ich das nicht? Ich Was sehe die denn? Quote nicht. Ich kann es dir sagen, wir haben 27 zu 73. Wir haben 15, wir haben jetzt 21.000 auf APM. Die Jungs nutzen es richtig aus und 57.000 auf TomTom. Er ist ja schon fast, ist ja schon fast Liga 7-Niveau mit Xung gegen, wer war das damals? Und dann hat er es verloren. Das war legendär. Das war legendär. War das nicht irgendwie ein TBT? Ah, War kann gut das sein. gegen Gegen Herold war es Herold? nicht. Impulsa, glaube ich, war es. Pulsar? Ich Ah, glaube, okay. Ja, ich weiß nicht okay. mehr. Aber Ja. es war einfach legendär. Es war cool. Ja, gefällt mir. Ja, sehr gut. So, pass auf, wir wollen ja matchen. Jeder will jetzt ein Stück von dir haben. Na komm, ich halte noch ein bisschen dagegen, damit es fair ist, damit du wieder was zurückkriegst, falls du gewinnst. Ich donate auch nochmal 11.000 rein hier, damit es so richtig cool wird. Ich habe ja gesagt, wir wollen im letzten Spiel der Saison noch ein bisschen Spaß. Sentry kann dann auflösen. Ich möchte trotzdem teilnehmen. Jawohl. Okay, So, Tom Pan Leute. scoutet Stargate. Ist auch gut. Ich hoffe, er weiß, was kommt. Ich hoffe, er reagiert. Ah, stirbt nicht. Puh, sehr gut. Sehr gut. Geht da nicht hoch. Stirbt nicht. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Ah, oh, sehr gut. Sehr gut. Wow. Kalkuliert. Perfekt. Perfekt gemacht von TomTom. Ich sehe ihn in nächste Liga, keine Ahnung. Diamantliga 1. Das war gutes Micro. Sehr schön. Sehr schön. So, okay, wir sehen jetzt, Oracle ist in Produktion. Dann hoffe ich halt natürlich, dass hier irgendwo bald Marines auftauchen, die dieses Oracle auch abwehren werden. Es ist schon faszinierend, dass Kollege TomTom ja von Anfang an gesagt hat, in dieser Liga oder grundsätzlich schon seit 3 Monaten, glaube ich, erzählt: Oh, Protoss, die machen mich alle fertig. Jetzt steht er hier, spielt um Platz 2 Ja. und muss gegen einen Protoss spielen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Und wenn ich was gesehen habe, kommt dann Pfeilen hin, auch nicht schlecht. Das eben. Oh, wo ist denn die Mine? Oh, come on! Warum ist hier so nah am Bunker? Da ist doch der Bunker. Komm schon, flieg rein, flieg rein. Nein, da fliegt er niemals. Hä? Was denn jetzt? Okay. Hä? Das Was? wird Wo? Wer? interessant. Was haben wir da? Da Okay. haben wir einen Adept.
Also ich kenne ja auch ganz viel Quatsch, aber das verstehe ich jetzt selber Schon nicht. wieder quasi das, was du gespielt hast? Wieso wollt ihr das denn immer alles spielen? Das ist ja Ach echt so, du meinst merkwürdig. drei Adepten? Wo habt ihr Okay, na das guck denn mal. her? Also Aber unglaublich. das dürfte, wenn er vorne zubaut, kein Thema sein. Weil gegen mich hat Ja. er immer der Traumtraum. Ja, schon. Also ich meine, ich wollte gerade sagen, eigentlich kenne ich das jetzt Aber da auch so, vorne dass er immer links ist doch nicht zubaut. zu. Das vorne links ist doch nicht zu, oder? Da kann man noch durchlatschen. Genau da, kann man noch durchlatschen. Ja. Mach die Mauer zu. Die Mine, da hat er einfach mal seine Engineering Bay aufgestellt. Ach du Scheiße. Ey, Tromtrom, ganz ehrlich. Wie oft haben wir das gespielt und wie oft zerschellen meine. Nein. Mauer nicht zu, ganz ehrlich. Oh mein Gott. Ach so, du wolltest wissen, wo es her ist. So ein Quatsch macht Hearthstone übrigens. Und es ist, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich, ja, okay, ich gucke meistens eigentlich eher sowas wie Imba oder Dual Suck oder sowas, die Iodis-Sachen. Mein Gott. Oh mein. Ah, Ach, das Kollege, ist. wo ist denn die Das. Mine? Die ist drüben. Geh mal rüber. Da drüben fallen, oh, die fliegen wie die Moment. fliegen. Da drüben geht's. Oh, guter Drops, man sieht's. 15 Worker Kills, ich hab's nicht mitbekommen, aber man sieht's. Komm, da muss noch mehr hin. Da müssen noch mehr sein. Ja, aber die werden leider Die sind auf jeden nicht Fall. Nee, aufgedeckt. nee, Also, da sprich, ja, genau. Ja. Das ist aber auch echt eine bittere Build-Order. Das stimmt. Ich muss sagen, das hat mich halt mega enttäuscht. Als du sie halt ausgepackt hast, hat das nie funktioniert, weil einfach alle super defensiv gespielt haben. Ja, Alle ey, haben. Affen hat, der hat alles Ah! zugebaut, alles. Und jetzt sieht man das und denkt sich, ah, wie soll man das denn bitte schön abwehren? Selbst gegen TromTrom habe ich das doch geübt, schon letzte Saison, und der hat alles zugebaut. Und jetzt ist Ligaspiel und er baut hier nicht zu. Was soll denn das? Ist das ein Meme oder was? Mann, Junge, ehrlich jetzt. Kann mir ja, das machst du bitte. Einer der wenigsten Skills, die ich habe. Meine Wohnung dicht. Ah, Senju, nur mal unter uns. Du hast gar keine gebaut. Die oben zählt nicht. Ja? Die oben zählt nicht. Wir müssen immer. Ja, Herold sagt's. Zwei Quadrate Kante an Kante. Oh mein Gott, Leute. Herold, sehr schön. Seit wann ist der denn hier? Der Grüß dich, hat guten vorhin schon Abend. geschrieben. Ja, Herold Echt? hat. Ja, der hat schon vor einer halben Ah, Stunde oder so geschrieben. voll nicht gesehen. Tut mir leid. Ja, wenn du eine baust, genau. Okay, also wir haben den Vorteil bei APM Like Goody. 1 zu 0. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Potenziell haben wir noch zwei Maps. Okay. Dann starten wir auch mal direkt rein. Walls sind für Leute, die eine Allergie gegen Action haben. Ganz genau. Das ist ja Ganz auch genau. gut. Ja. So, oben rechts in Rot, APM Like Goody als Protoss vom Team Hilly. Genau, und unten links, TromTrom mit einer, sagen wir mal, mäßigen Ball in Map 1. Blauer Terraner, 0-1 hinten. Du darfst es einstellen. Ach ja. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Wir haben hier Best Nein. of Three. Ja. Ganz frühes Gas. Das ist aber, das ist Stimmt, tatsächlich. ein Hast du recht. Terraner-Ding, oder? Komm, jetzt pack uns mal hier den Marauder-Push aus. Jetzt geht's ab. Marauder oder vielleicht Proxy Reaper oder sowas. Eigentlich hatte ich mich ja tatsächlich über Proxy Reaper mal gefreut, aber Das macht doch nur Mara. Das macht doch nur Mara, oder? Immer zum ja, Einspielen. ich glaube. Ich meine, Proxy Reaper ist aber auch so stark. Das ist so Super. super. Das ist doch geil. Ich feiere das im TVT, das ist absolut lustig. Ja, wenn man das beherrscht, ist das schon geil, ne? Das ist schon echt gut. Aber wie gesagt, da fehlen mir doch die Skills zu. Aber ich bin gespannt. Ja. Ja gut, ich spiele eh keinen Terraner, von daher ist es wurscht. Probe ist ein bisschen zu spät, um zu nerven. Man sieht Probe im Okay. Haus. Die Probe hat gesehen, was hat sie gesehen? Sekunde, okay, sie hat nur ein Gas gesehen, aber nicht das Ja. zweite.
Ja, richtig. Dementsprechend wird wahrscheinlich jetzt trotzdem gleich Nexus kommen und zwar kein zweites Gate oder so. Oder zumindest nicht irgendwas Defensives. Nochmal direkt Factory hinterher. Ich hätte jetzt gedacht, da kommt vielleicht zwei, Stimmt. drei Barracks, aber gut, ist okay. Okay, ist auch sehr früh umgeflogen. Also eine Einheit hätte es doch bauen können, oder? Ah, nee, er baut. Was? Ach komm jetzt. Jetzt macht er den Senju oder was? Haha. Mass Cyclones? Sehen wir jetzt? Nee, den Doch. Goblin-Bild. Nein, da kommt Was? Tank. Ich tippe auf Tanks, du auf Cyclones. Das, Okay, komm. Wir gucken mal, was passiert. Guck mal, was passiert. Es wär zumindest lustig. Und ich sag dir, zack, noch ein Tank. Wupp. das wird doch ein Cyclone. Okay, Mann. Mann, Tromtrom, ey. Auf jeden Fall lass hier, ey. Aber wozu Cyclones gegen Terra, gegen Protoss? Au, mit. Naja, okay, jetzt wird's wild. Okay, ich bin gespannt. Ich meine, es ist halt neuer Patch. Okay, man sieht's, Mac. Ist das Ich meine stärker? halt, also ich meine, es ist halt schwächer gegen Armored und stärker gegen im Prinzip halt alles andere, ne? Also ich meine halt, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, komplett unerwartet, mal etwas anders, was man halt, als was man halt gewohnt ist. Ich meine halt, ein Cyclone am Anfang sieht man halt häufiger mal. Also ich meine, das muss jetzt noch nicht halt alles bedeuten. Aber dadurch, dass das halt Macfield hinterherkommt und natürlich auch Double Factory, ist das halt natürlich schon mal wieder was komplett anderes. Und ich meine halt, Adept sind unglaublich schwach gegen Cyclones am Anfang. Und jetzt halt mit dem neuen Patch halt natürlich noch schlimmer. Und von daher kann das halt ganz gut funktionieren. Und wenn du halt irgendwie ein, zwei Units halt einfach for free verlierst, dann kann das richtig gut snowballen. Und halt Wer macht die Mauer jetzt zu? Macht er zu? Oh, komm schon. Komm, komm. Mann, nein. Junge. Was ist denn da Nein. los? Was ist denn da los? Junge, Defense. Schon mal was gehört? Das ist das Wort mit dem. Klapp, klapp, Und drüben klapp, wird alles Defense. Sagt hochgeholt. man das nicht immer beim Basketball spielen oder So so? sieht's aus. So sieht's aus. Alter. Und drüben sind Siehste, alle Batterien. bam, bam. Die sterben einfach alle. Okay, Drüben hat er, jetzt glaube kommt ich, er wenigstens nicht mehr sechs Batterien raus. hochgezogen. Naja. Ja gut, aber halt keine Einheiten, ne? Er hat halt absolut gar nichts. Und Okay. ja. Bleib doch drauf, bleib doch drauf. Wo willst du denn hin? Ich wollte gerade sagen, lockern vielleicht nicht auf. Also klar ist, ne? Gut und schön, aber. Mal sehen. Okay, aber ich glaube, das ist relativ aggressiv und der. Okay, kein. Fenrik sagt schon. Ah, die neue Defense, ja, die Player Cards. Das ist nicht schlecht. Ja, ist schon eine gute Verteidigung. 4 Sekunden Reload bei Lock-On. Okay. Ja, also ich meine, man kann das halt wirklich sehr gut spielen, auch mit dem Scan oder so. Das ist, wenn man das irgendwie Two-Base macht, sonst irgendwas. Wenn du dann halt mal einen Scan parat hast, dann kannst du ja im Prinzip aus einer irren Reichweite eigentlich die ganzen Einheiten abfarmen. Aber ganz ehrlich, das Ding ist durch. Ich weiß nicht, wie ihr das holen will. Also, wenn du das holst, mein Freund, ich sehe das nicht. Also, ja, okay, wir haben das jetzt, okay. Haben die jetzt. Ne, haben sie nicht, oder? Nee. Ich Er meine, muss ich sich wollte gerade sagen, du kannst nur da. Zeit kaufen. Vielleicht noch Blink dazu. Wenn Blink durch ist, dann. Also ganz ehrlich. Das sehe ich nicht. Also das. Ja, oder eine Mühle schmeißen, ne? Zur Bripern. Okay, die ganzen Shield Batteries sind depleted. Ja. Ich habe halt nicht, ich weiß halt nicht, wie oft er schon die Strategie halt ausprobiert hat. Er ist Ich immer meine, noch es One Bait. wirkt halt so, ja, es wirkt halt so, als würde er es halbwegs verstehen, was er tun soll, es dann aber manchmal ein bisschen zu schlecht ausführt. Weil in der Theorie kannst du das relativ gut microen, also ziemlich gut microen. Also wenn jetzt Blink gleich fertig ist, dann ist Sense. Da sind so viele angeschlagene Cycles. Also ganz ehrlich. Zack, Oh, eins, ja, genau, zwei, das. drei und erledigt. Vier. Ja, Ah, top. schade, aber guter Versuch. Ah.
Gut Gut gedacht, gedacht, schlecht schlecht gemacht. gemacht. Könnte man Das, auch zu aber sagen. ganz ehrlich, ne, Mara, oder auch an TomTom, GG ist trotzdem natürlich erstmal, wenn der das Depot oben hat und nicht alle Worker hinten verlieren würde oder SCVs, Ja. eine ganz andere Nummer. So, ich bin nicht mehr der reichste Caster. Und ich Ich hoffe, glaube ihr steckt. meistens, ich meine, meistens würde man so etwas schon irgendwie Two-Base, glaube ich, spielen. Also, ich meine, man muss es halt nicht als All-In spielen, meine ich jetzt halt, aber du kannst ja über die Zeit ja eigentlich relativ gut traden, ne? Und deswegen musst du das halt nicht so zwangshaft in einem One-Base-All-In sozusagen halt machen. Aber nee, trotzdem gut gespielt. Er hatte ja aber durchaus auf jeden Fall Chancen, das Match zu gewinnen. So ist es nicht. Du darfst zwischendurch mal auflösen, weil ich kann es nicht. Ich krieg ja was, ich krieg ja was. Yeah, Fenrik, hab dich abgezockt. So, wer hat denn. Ach so, okay, wurde schon aufgelöst. Sehr gut. Wer war das? Nee. Hier hat keiner Wahrscheinlich. aufgelöst. Nein, die Wette ist noch da. Oh ja, ich sehe die alte Wette. Okay, da muss ich, glaube ich, mal refreshen. Alles gut. Du siehst noch die alte Wette? Was? Ja. Ich sag's Okay. dir. Ja, ich glaube, ich muss einfach nur refreshen. Mach einfach Prediction, wenn du willst, dann ist gut. Ja, Ich genau, will nee, meine. das hatte ich ja auch gemacht. Ah, jetzt sehe ich die neue. Okay. Jetzt kriegt Anti alles auch noch die Punkte. Erst ist er Master geworden und jetzt gibt es auch noch fette Punkte. Eieiei. Und wer Schnell in gewinnt die trockenen Tüchern. Series APM like Goody? Korrektamente. So ist So. das. Dann kann ich Leute. ja. Die Sachen sind ja bestimmt schon eingetragen. Genau, sind da, kannst neu refreshen und hochladen. Komm, da wir heute zwei Spiele hatten, spielst du noch einmal kurz die Werbung und dann kommt die Abschlusstabelle. Oh. Und wir haben übrigens die 31. Okay, ich habe jetzt schon Okay, alles die. klar. Ich meine, ich kann jetzt ja auch noch die Werbung spielen. Ah, okay. Aber am Ende kann man ja sehen, TomTom, Acid und Imorg, alle mit 2 zu 3, ganz knapp eine Map, TomTom mehr. Und APM hat sich den zweiten Platz geholt, spielt dann gegen Gegner 12, ist ja noch, da ist ja noch einiges offen, glaube ich. Ne? Wir sind relativ weit, obwohl wir mal eine Woche ausgelassen haben, sind wir doch relativ weit. Liga 12, oh ja, das dauert noch ein bisschen. Die haben ja 6 Spieltage und die haben noch den 6. und 7. offen. Also, keine Ahnung, ob gegen Joel oder gegen Timothy. Könnte also ein Zerk-Spiel werden. Kannst dich schon mal darauf vorbereiten. Das, was du hier in dieser Liga nicht hattest. Ein Zerk-Spiel. ja. Ach Was los? so, nee, ich lache einfach nur gerade wegen Chat, weil ja halt schon wieder Werbung ist, wie bei Wer wird Millionär und sowas. Und jetzt nochmal schnell Werbung, bevor die letzte Frage des Abends beantwortet Aber wird. Jungs, ihr dürft nicht vergessen, die Sponsoren, das ist doch wichtig. Wir müssen doch auch, wie gesagt, da wir heute zwei Spieltage gemacht haben, können wir das ruhig nochmal machen. So, pass auf. Bevor wir es wieder vergessen, du haust jetzt einmal kurz die Werbung an, die geht eh nur 30 oder 40 Sekunden. Und dann überlegen wir, wen wir raiden. Und dann sagen wir noch ein schönes Dankeschön. Das können wir auch so machen. Ja, genau. Naja, nee, aber auf jeden Fall schöne Spiele. War schön, auch mit euch rumzuhängen. Nee, ist halt cool, so eine schöne Chat-Interaktion zu haben. Die Wetten laufen jetzt ja auch wunderbar. Nee, freut mich. Sehr Das macht gut. auf jeden Fall Laune, ja. Genau, dann kann ich Das nochmal kann ganz kurz Werbung schalten.
Da sind wir wieder. Genau, Genau. jetzt. Ja, Sagen wir nochmal ein wunderbares Dankeschön an alle. Ich danke dir vor allen Dingen für die Technik, Sentry. Vielen Dank. War wie immer super. bitte, bitte. Auch Dankeschön an dich für alles drumherum. Ich kriege das alles nämlich nicht ganz so gut nebenbei noch mit. Also mit wer jetzt wann wie wo steht und ne? Also ist schon gut, immer jemanden dabei zu haben. Das passt. Wir kriegen das gut gebacken zusammen. Und wir freuen uns auf die nächste Saison. Ich denke mal, also ich hoffe es zumindest, dass wir zwischen den Seasons wieder irgendwann noch ein paar Relegationsspiele haben. Dann sehen wir ja einige von euch vielleicht wieder. Ne, könnte ja sein, Imok oder APM. Warten wir es mal ab. Und von daher, vielen Dank, macht's gut. Und ich vermute mal, also wenn jetzt Mara Lekos noch da ist und nichts dagegen hat, würden wir einfach rüberreden zu Musti. Und dann wäre es vorbei für heute und für diese Saison mit Liga 13. Go for Ja, it. Alles klar. sehr gut. Ja, Dann mache dann ich. danke für die Spiele, danke, dass ihr zugeschaut habt und bis demnächst mal wieder. Ciao, ciao. Bis dann, macht's gut, Jungs und Mädels.